Stell dir das mal vor. Wenn es jemandem gelingt, die gesamte DNA im menschlichen Körper zu entwirren, würde sie sich auf etwa 10 Milliarden Meilen ausdehnen. Mach dir mal die Rechnung. Das ist doppelt so weit wie die Entfernung von der Erde bis zum Pluto. Und das ist nicht das einzige Erstaunliche, zu dem unser Körper fähig ist. Billionen von Nervenverbindungen versorgen ihr Gedächtnis nonstop. Laut Studien können die meisten Menschen nach dem Betrachten von 2.500 Bildern für nur 3 Sekunden mit 92% Genauigkeit erinnern, ob sie diese Bilder gesehen haben. Wow! Dein Körper leuchtet. Er sendet winzige Mengen an kaum sichtbarem Licht aus. Dieses Leuchten ist das Produkt von biochemischen Reaktionen, die in deinem Organismus ablaufen. Das Licht nimmt im Laufe des Tages zu und ab. Aber obwohl es sichtbar ist, kannst du es mit bloßem Auge nicht erkennen. Von 1 bis 6 Pfund ihres Körpergewichts besteht aus Bakterien. Und von 100 Millionen bis zu 1 Milliarde Bakterien können auf nur einem Zahn in ihrem Mund leben. Es ist unmöglich, dein Essen ohne Speichel zu schmecken. Denn die Chemikalien in deinem Essen müssen sich erst in deinem Speichel auflösen, bevor sie von deinen Geschmacksknospen erkannt werden können. Auch wenn es wie ein Mythos klingt, zu viele Karotten zu essen kann tatsächlich ihre Haut orange färben. Karotten enthalten hohe Mengen an Beta-Carotin. Das ist ein Stoff, der Carotinämie verursachen kann. Wenn Sie zu viel von diesem Stoff im Blutkreislauf haben, wird es sich in Bereichen des Körpers mit dickerer Haut ansammeln. Ich spreche hier von den Fußsohlen, Knien, Ellenbogen, Handflächen und sogar bestimmten Bereichen um Ihre Nase. Aber keine Sorge, dieser Zustand ist nicht gefährlich. Sie können ihn leicht umkehren, indem Sie die Menge der von Ihnen verzehrten Lebensmittel, die Beta-Carotin enthalten, reduzieren. Die Kinnmuskulatur, wissenschaftlich als mentales Muskeln bekannt, sieht ziemlich kurios aus und löst bei uns gemischte Gefühle aus. Schau dir nur diese gruseligen kleinen Tentakel an. Und doch ermöglichen sie uns, alle möglichen Gesichtsausdrücke zu erzeugen, die die Lippen, das Kinn und die Wangen betreffen. Und ja, sie sind die Übeltäter. Hinter diesen merkwürdigen Falten und Rissen auf der Haut deines Kinns. Alles, weil diese Muskeln nicht an sich selbst ziehen, sondern an der Haut. Menschen können ohne einige Organe leben und ein normales Leben führen. Der menschliche Körper besteht aus einzelnen Organen und solchen, die paarweise vorkommen. Und was letztere betrifft, benötigen sie nur eines von diesen, um zu überleben. Dein Dünndarm ist eigentlich gar nicht so klein. Er ist größer als du und misst etwa 7 Meter. Die Hornhaut, diese transparente Frontabdeckung auf ihren Augen, hat keine Blutversorgung. Stattdessen erhält sie Sauerstoff direkt aus der Luft. Menschen entwickeln ihre einzigartigen Fingerabdrücke sehr früh im Leben, wenn sie noch Embryonen sind, gerade mal 3 Monate nach der Befruchtung. Übrigens, selbst wenn Fingerabdrücke stark beschädigt werden, neigen sie dazu, in ihrem ursprünglichen Muster nachzuwachsen. Alle Menschen werden mit einem Tauchreflex geboren. Er kann aktiviert werden und Körperfunktionen abschalten, wenn man ertrinkt oder im Wasser untergetaucht ist. Das menschliche Gehirn ist keineswegs glatt. Aber wenn sie sich entschieden, all diese Falten, die es bedecken, zu glätten, hätte das Gehirn die Größe eines Kissenbezugs. Aber nicht so nützlich. Neugeborene Babys blinzeln nur 1 oder 2 Mal pro Minute. Zum Vergleich, ein Erwachsener blinzelt innerhalb der gleichen Zeit mindestens 10 Mal. Unsere Lungen sind die einzigen Organe, die auf Wasser schwimmen können. Das liegt daran, dass sie aus rund 300 Millionen ballonähnlichen Strukturen bestehen, die als Alveolen bekannt sind. Außerdem sind unsere Lungen, selbst wenn wir vollkommen gesund sind, nie vollständig keimfrei oder steril. Deine Nase ist ein Superheld. Sie ist dein ganz persönlicher Heizkörper, Filter und Luftbefeuchter. Dieses Organ ist mit winzigen, knochenähnlichen Regalen namens Turbinaten ausgekleidet. Sie enthalten Blutgefäße, die in der Lage sind, die Luft zu erhitzen, und Becherzellen, die dazu beitragen können, die Luft zu befeuchten. Außerdem wird die Luft, die du einatmest, in deiner Nase gefiltert, bevor sie weiter zu deinen Lungen gelangt. Jedes Mal, wenn sie etwas essen, bewegt sich ihre Speiseröhre, das Organ, durch das ihre Nahrung zum Magen gelangt, in einer Reihe von wellenartigen Kontraktionen, die die Nahrung vorwärts schieben. Dies ist bekannt als Peristaltik. Es besteht eine Verbindung zwischen ihrem Verdauungssystem und ihrem Gehirn, die Darmhirnachse.
Deshalb können Stress oder Gehirnprobleme die Art und Weise beeinflussen, wie ihr Körper Nahrung verdaut. Auch wenn Schluckauf in der Regel harmlos ist und sich nach ein paar Minuten von selbst löst, ist er nicht gerade angenehm. Deshalb sollten Sie wahrscheinlich wissen, dass er aufgrund von Temperaturänderungen auftreten könnte. Die Dichte Ihres Gehirns nimmt im Laufe Ihres gesamten Lebens zu. Das liegt daran, dass ständig neue neuronale Verbindungen entstehen. Sie erscheinen, weil sich die Struktur des Gehirns ändert. Wenn Sie nicht niesen wollen, drücken Sie mit den Fingern auf die Haut auf der Brücke Ihrer Nase. Wenn Sie das tun, erhält Ihr Gehirn ein Alarmsignal. Sehr schnell legt es die Bremse auf alle anderen Prozesse, einschließlich des Niesreflexes. Übrigens, Studien haben herausgefunden, dass Niesen eine Art Reset für Ihre Nase ist. Ein Niesen startet die Zellen, die die Innenseiten Ihrer Nase auskleiden, neu. Sie werden Zilien genannt. Der Teil Ihres Gehirns, der für das Sehen verantwortlich ist, befindet sich im Hinterkopf. Interessanterweise steuert die rechte Gehirnhälfte das Sehen auf der linken Seite und umgekehrt. Wenn Sie sich an einem lauten Ort befinden, zum Beispiel in einem Club oder auf einem Konzert, schließen Sie Ihre Ohren, um Ihre Freunde besser zu hören. Drücken Sie den Tragus, das ist der spitze, mit Haut überzogene Knorpel vor dem Gehörgang, in Ihr Ohr. Drehen Sie dann dieses Ohr in Richtung Ihres Freundes. Im Durchschnitt erreicht, wenn eine Person schnarcht, der Ton nicht mehr als 60 Dezibel. Das ist so laut wie ein normales Gespräch. Manchmal kann jedoch der Geräuschpegel 80 Dezibel erreichen. Das ist so laut wie ein arbeitender Lebensmittelmixer. Genau wie Salamander ihre Schwänze nachwachsen lassen, könnten Menschen in der Lage sein, Knorpel zu regenerieren. Das ist der gummiartige Stoff, der deine Gelenke umgibt. Wissenschaftler haben kürzlich entdeckt, dass Knorpel sich selbst reparieren könnte. Dieser Prozess dürfte am effektivsten am Fußgelenk sein, weniger effektiv im Knie und am wenigsten effektiv in der Hüfte. Wenn eine Person an Anosmie leidet, auch Geruchsblindheit genannt, kann sie Gerüche nicht unterscheiden und wahrnehmen. Ihre Augen hören nie auf, sich zu bewegen, während sie visuelle Informationen aufnehmen. Andernfalls könnten sie das ganze Bild nicht sehen. Diese Bewegungen bleiben unbemerkt, weil ihr Gehirn ein großartiger Videoredakteur ist. Es stabilisiert die Bilder und verbindet Unmengen von Fragmenten zu einem fließenden Video. Die Leber ist das einzige menschliche Organ, das sich vollständig regenerieren kann. Selbst wenn es nur 25% des ursprünglichen Lebergewichts sind, kann das Organ wieder seine volle Größe erreichen. Dein Mund brennt, wenn du Ananas isst, weil während du diese Frucht isst, sie dich zurück isst. Sozusagen. Ananas ist das einzige bekannte Lebensmittel, das Bromelain enthält. Das ist ein Enzym, das Proteine abbaut. Glücklicherweise weiß deine Magensäure, wie sie mit dem störenden Enzym umgehen kann. Wir haben Bakterien, die in der Lage sind, Strom in unserem Darm zu erzeugen. Diese Bakterien geben Elektronen ab und erzeugen dadurch winzige elektrische Ströme. Dies könnte eine Möglichkeit für die Bakterien sein, Energie zu erzeugen. Déjà-vu könnte tatsächlich so etwas wie eine Verzögerung in der Gehirnverarbeitung sein. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass es passieren könnte, wenn Ihr Gehirn Informationen von einem Teil zum anderen verschiebt. Wenn es auch nur die geringste Verzögerung in diesem Prozess gibt, wird Ihr Gehirn die gleiche Information zweimal erhalten. In diesem Fall wird es sie als ein Ereignis verarbeiten, das bereits passiert ist. Die Mutation des DEC2-Gens ermöglicht es Menschen, nur wenige Stunden pro Nacht zu schlafen und sich trotzdem großartig zu fühlen. Sie werden nicht müde und schlafen nie aus. Im Durchschnitt wachen diese Menschen um 4 oder 5 Uhr morgens auf. Nicht mehr als 5% der Weltbevölkerung haben dieses Merkmal. Ihre Ohren könnten knacken oder sogar schmerzen, wenn sie in einem Flugzeug sind. Sie können dieses Problem einfach lösen, indem sie Kaugummi kauen. Dies öffnet die eustachische Röhre, einen kleinen Durchgang, der ihren Hals und ihr Mittelohr verbindet. Die Öffnung dieses Durchgangs hilft, den Druck in ihren Ohren auszugleichen und das Knacken zu beenden. Sie können auch gähnen, um die eustachische Röhre zu öffnen. Ihre Füße werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit größer, genau wie ihre Nase. Und ihre Ohren. Wenn Menschen älter werden, schwächen sich die Bänder und Sehnen in ihren Füßen. Dies macht die Fußgewölbe flacher. Und die Füße werden breiter und länger. Du denkst, dass an menschlichen Knochen nichts aufregend ist. Außer natürlich, du findest sie in deinem Kleiderschrank.
Aber normalerweise sind sie unter mehreren Schichten von Zellen und Geweben versteckt. Sie sind dicht, hart und unscheinbar. Aber sind sie das wirklich? Deine Knochen schützen nicht nur deine inneren Organe und helfen dir beim Bewegen, sondern speichern auch Fett und Mineralien. Deine Blutzellen werden dort produziert. Und das meiste Knochengewebe ist gar nicht so fest. Komm mit auf eine Reise durch deine Knochen und schau sie dir mit eigenen Augen an. Für diese Reise musst du aber erst durch mehrere Schichten Gewebe. Zuerst musst du dich durch die Haut zwängen. Sie ist dein größtes Organ. Sei vorsichtig. Es ist ein Labyrinth aus Haarfollikeln, Schweißdrüsen, Nervenenden und Blutgefäßen, in denen du dich leicht verirren kannst. Direkt unter der Haut befindet sich eine Fettschicht. Ihr Hauptzweck ist, deinen Körper warm zu halten. Diese Schicht besteht aus winzigen Tüten und jede ist mit einem Tropfen Fett gefüllt. Du könntest Schwierigkeiten haben, dich in diesen Fettzellen zurechtzufinden. Nachdem du diesen Hindernisparcours absolviert hast, befindest du dich in deinen Muskeln. Ihre Zellen, faserig und lang, sind immer bereit, in Aktion zu treten. Sie transportieren deinen Körper, wo auch immer du ihn willst. Durch diese Gewebeschicht zu kommen, ist etwas knifflig, weil Muskelzellen einen Strang bilden und das macht sie so stark. Stell dir vor, du nimmst einen Strang Gummibänder und streckst sie. Hart? So hart ist dein Muskelgewebe. Schließlich erreichst du dein Ziel und siehst eine dünne, dichte Membran. Das ist die äußere Schicht eines Knochens. Diese Schicht besteht hauptsächlich aus Bindegewebe, das aus Proteinen besteht. Außerdem siehst du zahlreiche Blutgefäße. Ihre winzigen senkrechten Äste verzweigen sich tiefer in den Knochen, um die Knochenzellen zu ernähren. Du siehst, dass diese Adern in winzigen Kanälen liegen. Das Innere dieser Oberflächenschicht ist mit Stammzellen gefüllt. Sie sind in der Kindheit am geschäftigsten und werden im Alter weniger aktiv. Aber wenn ein Knochen beschädigt ist, springen sie in Aktion und machen sich daran, ihn zu reparieren. Zum Glück sind all deine Knochen intakt. Aber wenn es zu einer Fraktur kommt, siehst du in der Nähe liegende Gefäße bluten und es bildet sich ein dicker Klumpen rund um die Verletzung. In etwa 2 Tagen ist die Gegend von unzähligen knochenproduzierenden Zellen umgeben. Sie fangen an, sich zu verändern, verwandeln sich in verschiedene Arten von Zellen und bilden Knochenmasse zwischen den Bruchenden. Und weiter geht es zum härtesten Teil deines Knochens, die äußere Knochenschicht. Sie ist glatt und fest. Wegen ihrer Dichte wird sie auch kompakter Knochen genannt. Und das ist auch der Grund, warum Röntgenstrahlen, die normalerweise durch alles durchdringen können, auch durch deine Weichteile, kaum durch Knochen dringen können. Dieser Teil macht 80% deiner gesamten Knochenmasse aus. Es ist unglaublich schwer, sich durch den kompakten Knochen zu quetschen, weil er aus zahlreichen mikroskopischen Säulen besteht. Im Inneren dieser Säulen befinden sich noch mehr knochenproduzierende Zellen. Und in der Mitte gibt es einen zentralen Kanal, der Nervenfasern und Blutgefäße des Knochens verbindet. Die Säulen verlaufen entlang des Knochens und verhindern, dass er sich verbiegt oder bricht. Wenn du durch diese super harte Schicht gekommen bist, ändert sich das Bild dramatisch. Du befindest dich im schwammigen Knochenbereich. Getreu seinem Namen sieht er aus wie ein Schwamm oder eine Honigwabe, die aus winzigen Nadeln besteht. Dieses Knochengewebe ist viel weniger dicht als der kompakte Knochen, dafür flexibler und auch viel leichter. Du siehst, dass sich das schwammartige Gewebe nur bei den Enden des Knochens befindet. Das bedeutet, dass du dich in einem der langen Knochen befindest, dessen Struktur ist ein bisschen anders. In der Mitte hat er etwas, das für dich wie ein Tunnel aussieht. Er besteht aus einem kompakten Knochen, der einen Hohlraum umgibt. Darin ist eine spezielle Substanz. Sie heißt gelbes Knochenmark und ist reich an Fett. Aber kommen wir nochmal zum schwammigen Knochen zurück. Du findest ihn meistens an den Enden der langen Knochen, in den Wirbeln und in der Nähe der Gelenke. In diesem schwammartigen Gewebe gibt es offene Stellen. Sie sind mit rotem Knochenmark gefüllt, das Blutzellen produziert. Reisen wir weiter durch das menschliche Skelett und entdecken, dass es aus 5 Arten von Knochen besteht. Lange Knochen, sie sind viel länger als sie breit sind, zum Beispiel deine Oberschenkel- oder Oberarmknochen und deine Zehen und Finger. Flache Knochen, sie sind dünn und leicht gebogen. Diese Knochen sehen wie ein geschichteter Kuchen aus. Wie schwammiger Knochen, der zwischen 2 parallelen Schichten kompakter Knochen eingebettet ist. Deine Rippen und die meisten Knochen in deinem Schädel sind flache Knochen. Kurze Knochen sind wie Würfel geformt. Sie bestehen aus einer dünnen Schicht kompakter Knochen und im Innern ist schwammiger Knochen. Kurze Knochen befinden sich in deinen Hand- und Fußgelenken.
Sesambein, das sind Knochen, die von Sehnen umgeben sind. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Sehnen von den Gelenken fernzuhalten. Du hast davon viel in deinen Füßen, Händen und an den Knien, einschließlich der Kniescheibe. Diese Knochen bekamen den Namen, weil sie wie Sesamkörner aussehen. Unregelmäßige Knochen, sie passen in keine Kategorie, weil ihre Form zu kompliziert ist. Darunter fallen die meisten Knochen in deinem Gesicht und Schädel. Das Skelett eines erwachsenen Menschen besteht aus 206 Knochen und jeder von ihnen hat seine eigene Funktion. Wusstest du, dass wir Menschen mit fast doppelt so vielen Knochen geboren werden? Aber während du aufwächst, verschmelzen diese kleinen Knochen miteinander und bilden die großen Knochen eines Erwachsenen. Wenn ein Knochen gebrochen ist, können die umliegenden Knochen auch nicht mehr richtig arbeiten. In der Regel dauert es etwa 12 Wochen, bis ein Knochen verheilt ist. Der kleinste Knochen in deinem Körper ist viel, viel kleiner als ein Centstück. Dieser Knochen heißt Steigbügel und befindet sich in deinem Mittelohr. Das winzige Ding wiegt so viel wie 2 Sesamkörner. Alle 10 Jahre bekommst du ein neues Skelett, weil jedes Jahr etwa 10% des Mineraliengehalts deiner Knochen erneuert werden. Der Durchschnittsmensch geht 1 bis 3 Millionen Schritte pro Jahr. Deshalb müssen Knochen so widerstandsfähig sein, sonst würden sie unter der Belastung zusammenbrechen. Der längste und stärkste Knochen befindet sich in deinem Bein. Der Oberschenkelknochen, Femur genannt, verläuft von der Hüfte bis zum Knie. Auch wenn deine Zähne Teil des Skelettsystems sind, zählen sie nicht zu den Knochen. Mehr als die Hälfte aller Knochen in deinem Körper befinden sich in deinen Händen und Füßen. Der einzige Knochen in deinem Körper, der nicht mit einem anderen verbunden ist, ist das Zungenbein. Es ist ein V-förmiger Knochen an der Basis deiner Zunge, der sie an ihrem Platz hält. 1% der Menschen wird mit einer 13. Rippe geboren. Deine Knochen sind nicht weiß. Ihre Farbe ist außen eher gelb oder rosa und innen tiefrot. Das liegt an den Blutgefäßen in und um sie herum. Wenn du dir einen Knochen brichst, heilt er von selbst, indem er neue Knochenzellen produziert. Der Gipsverband hilft ihm nur in Ruhe zu heilen. Wir Menschen wissen schon lange, wie man mit gebrochenen Knochen umgeht. Schon im alten Ägypten, etwa 1600 Jahre vor Christus, wurden gebrochene Knochen gerade gerückt und mit einem Leinenverband verbunden. Du kannst deine Knochen nicht kontrollieren. Du kannst nur den Muskeln, die an dem Knochen hängen, sagen, wohin es gehen soll. Deine Knochen erreichen ihre maximale Dichte im Alter von 30 Jahren. Nur 10% der Tiere auf der Welt, einschließlich des Menschen, sind Wirbeltiere. Das heißt, sie haben ein Skelettsystem. Eine Beschichtung aus speziellem Gewebe, Knorpel genannt, bedeckt die Knochenenden und verhindert so, dass Knochen direkt aufeinander reiben. Der Zahnschmelz, der deine Zähne bedeckt, ist noch stärker als deine Knochen. Er schützt das empfindliche Gewebe und die darunterliegenden Nerven. Das größte Gelenk in deinem Körper ist dein Knie. Es muss groß sein, denn es verbindet gleich 3 große Knochen. Den Femur, der von der Hüfte zum Knie reicht, die Kniescheibe und das Schienbein. Manche Gelenke bewegen sich kaum oder gar nicht. Sie befinden sich zwischen den Zähnen, im Inneren des Schädels und zwischen dem ersten Rippenpaar. Knochen speichern Mineralien, zum Beispiel Calciumphosphate. Diese können bei Bedarf in deinen Blutkreislauf abgegeben werden. Und schließlich der sogenannte Musikantenknochen. Auf Englisch Funny Bone, aber das ist gar kein Knochen. Es ist ein Nerv, der in deinem Ellenbogen verläuft. Wenn du dir ungünstig den Ellenbogen anhaust, spürst du einen stechenden Schmerz. Der Oberarmknochen, durch den der Nerv verläuft, wird Humerus genannt. Aber der Schmerz ist eindeutig nicht funny. Es kann aber lustig sein, wenn es jemand anderem passiert. Hey, sieh dir das an. Deine Knochen sind so konzipiert, dass sie täglich intensiv genutzt werden können. Einige von ihnen können die Kraft des 2- oder sogar 3-fachen deines Körpergewichts absorbieren. Das ist beeindruckend, aber deine Zähne sind noch stärker. Wenn du auf etwas beißt, kannst du einem unglaublichen Druck standhalten, bis zu 91 Kilogramm. Übrigens wird der Zahnschmelz als Teil deines Skelettsystems betrachtet. Immer wenn du deine Hand drehst, kreuzen sich die Knochen in deinem Unterarm. Greife deinen Arm und drehe deine Handfläche so, dass sie zuerst nach oben und dann nach unten zeigt. So kannst du überprüfen, ob es wahr ist. Nicht nur dein Körper besteht zu 60% aus Wasser, auch deine Knochen enthalten etwas Flüssigkeit. Etwa 25% der menschlichen Knochenmasse besteht aus Wasser.
Das menschliche Auge hat etwas mit einem Automotor gemeinsam. Beide können ohne verschiedene Flüssigkeiten nicht richtig funktionieren. Das Auge braucht ebenso sehr Tränenflüssigkeit wie der Motor Öl. Die Tränenflüssigkeit sollte gleichmäßig über die Oberfläche deines Auges verteilt sein. Aus diesem Grund blinzelst du bis zu 20.000 Mal am Tag. Und dein Augenlid spielt dabei die Rolle eines Scheibenwischers. Der einzige Teil des menschlichen Körpers, der keine Nährstoffe aus dem Blut erhält, ist die Hornhaut, die klare Vorderfläche des Auges. Stattdessen wird sie von Tränenflüssigkeit an der Außenseite und speziellen Flüssigkeiten im Inneren ernährt. Wenn du errötest, bedeutet das, dass der Blutfluss in deinem Körper erhöht ist. Und dann werden nicht nur deine Wangen, sondern auch deine Magenschleimhaut etwas gerötet. Das liegt daran, dass sie viele Blutgefäße hat. Wenn in ihnen mehr Blut als gewöhnlich fließt, errötet die Magenschleimhaut. Deine Magenschleimhaut wird alle 3 bis 4 Tage ausgetauscht. Dadurch wird das Organ daran gehindert, sich selbst zu verspeisen. Die Verdauungssäuren sind dort außerordentlich leistungsfähig. Menschen können versehentlich kleine Gegenstände wie Plastik, Glas, Münzen oder viele andere Dinge verschlucken. Normalerweise richten sie keinen Schaden an und passieren den Verdauungstrakt innerhalb von 48 Stunden. Winzige Mengen Plastik, die du versehentlich verzehrst, schaden dir nicht. Aber dein Magen wird Probleme mit der Verdauung von Gras haben. Weidetiere haben spezielle Zähne und Mägen, um rohes Laub und Gras zu verarbeiten. Menschen sind nicht so ausgestattet. Der Magen ist der wichtigste Schutz des Immunsystems. Er enthält Salzsäure. Diese Säure beseitigt gefährliche Lebensmittelgifte, Viren und Bakterien, die mit der Nahrung aufgenommen werden. Der Magen selbst würde von dieser starken Säure verdaut werden, wenn die Schleimhaut ihn nicht schützen würde. Du hast 2 wirklich schnelle Muskeln. Sie kontrollieren das Schließen deiner Augenlider. Sie sind die schnellsten in deinem Körper. Deine Augen sind empfindlich und brauchen Schutz. Wenn ein spezieller Reflex ausgelöst wird, zum Beispiel wenn etwas plötzlich dein Auge berührt, brauchen diese Muskeln nur eine Zehntelsekunde, um die Augenlider zu schließen. Frauen blinzeln in der Regel öfter als Männer. Und je älter du wirst, desto häufiger tust du es. Übrigens, wenn du mit einem Freund einen Film anschaust, blinzelt ihr beide gleichzeitig. Glaubst du, dass du deinen festen Händedruck deinem Krafttraining zu verdanken hast? Das liegt wohl eher an deinem kleinen Finger. War nur ein Scherz. Und trotzdem ist der kleine Finger der stärkste Finger, den es gibt. Er ist für 50% der gesamten Handkraft verantwortlich. Aber der meistgenutzte Finger ist der Daumen. Wenn eine Person ihn verliert, wird dessen Hand 40% weniger beweglich. Oh, und der Daumen hat seinen eigenen Puls, dank der durch ihn verlaufenden Arterie. Deine großen Zehen tragen mehr als 40% deines Gewichts, mehr als alle anderen Zehen zusammen. Alles in allem sind alle deine Zehen ziemlich wichtig. Sie stützen und balancieren dich beim Gehen und wenn du rennst, helfen sie dir, schneller zu sein. Weniger als 2% der Menschen haben von Natur aus rotes Haar. Es folgen Blondinen, etwa 3%, und alle möglichen Brauntöne, etwa 11%. Die weltweit häufigsten Haarfarben sind jedoch schwarz und dunkelbraun. Haare sind nahezu unverwüstlich. Sie können verbrannt oder von starken Säuren angegriffen werden, aber das ist so ziemlich alles, was man tun kann, um sie zu zerstören. Dein Haar hört normalerweise ab einer bestimmten Länge auf zu wachsen. Und da ein Haar 2 bis 7 Jahre lebt, ist es normalerweise nicht länger als 106 cm. Erzählt das dieser Dame aus China, die mit dem längsten Haar aller Zeiten den Guinness-Weltrekord aufgestellt hat. Im Jahr 2004 war es etwas mehr als 5 Meter lang. Wow, wie lästig. Nägel können auch umwerfend lang wachsen. Einige der längsten Nägel der Welt gehörten diesem Typen aus Indien. Ihre Gesamtlänge betrug 9 Meter, was fast so lang wie ein Londoner Doppeldecker ist. Der Mann schnitt sie bereits 2018 ab, den Nagel auf den Kopf getroffen. Nägel helfen uns zwar, kleine Gegenstände zu fangen und Aufkleber abzulösen, aber das ist noch nicht alles. Wenn du keine starke Struktur hättest, gegen die du drücken könntest, würdest du nicht verstehen, wie fest du Dinge halten solltest. Nicht nur deine Haare und Nägel, sondern auch deine Leber kann wachsen. Sie ist das größte innere Organ mit der größten Masse. Die Leber kann sich von nur 51% ihrer ursprünglichen Masse wieder vollständig zu ihrer vollen Größe regenerieren. Gleichzeitig führt eine ständige Schädigung der Leber zu Narben.
Das größte Organ deines ganzen Körpers ist die Haut. Sie macht mehr als 15% deines gesamten Körpergewichts aus. Menschen verlieren 30.000 bis 40.000 Hautzellen jede einzelne Minute. Das entspricht 4 Kilogramm Hautzellen pro Jahr. Kennst du den Staub in deinem Haus? Jetzt weißt du, wo ein Teil davon herkommt. Die Zunge ist nicht das einzige Organ, das dir hilft, Geschmack zu erkennen. Auch die Nase spielt dabei eine entscheidende Rolle. Es wird oft gesagt, dass die Nase für 75 bis 95% deiner Geschmackswahrnehmung verantwortlich ist. Versuche beim nächsten Essen die Nase zuzuhalten. Nage an einer Zwiebel oder iss geräucherten Fisch. Es ist nicht so, dass du überhaupt keinen Geschmack haben wirst, aber er wird viel dumpfer sein. Deine Geschmacksknospen funktionieren nicht richtig, wenn dein Mund zu trocken ist. Du wirst den Geschmack einfach nicht bemerken, bis das Essen mit Speichel bedeckt ist. Er enthält Enzyme, das sind komplexe Eiweißmoleküle. Diese beginnen deine Nahrung aufzuschlüsseln, sobald sie in deinen Mund gelangt. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass Menschen mehr als 1 Billion Gerüche unterscheiden können. Man neigt dazu, sich an Gerüche besser zu erinnern als an Töne oder Bilder. Deshalb können Gerüche weit entfernte Erinnerungen hervorrufen. Wenn man schläft, nimmt man keine Gerüche wahr. Dein Geruchssinn schaltet sich nachts grundsätzlich ab. Selbst wenn es in deinem Zimmer einen schrecklichen Gestank gibt, wirst du ihn nicht wahrnehmen. Ich bin sicher, mein Hund ist erleichtert, das zu hören. Die Farbe deiner Träume scheint durch die Sendungen, die du als Kind gesehen hast, beeinflusst zu werden. Wenn es schwarz-weiß war, hast du wahrscheinlich häufiger monochrome Träume gehabt. Wenn du Farbfernsehen gewohnt bist, sind deine Träume wahrscheinlich farbenfroh. Was für Träume hatten die Menschen im Mittelalter damals? Ritter von nie? Dein Herz kann dich verraten, wenn du lügst, indem es anfängt, schneller zu schlagen. Frauenherzen sind gewöhnlich kleiner als Männerherzen. Deshalb müssen sie härter arbeiten und mehr Schläge erzeugen. Sonst können sie nicht genug Blut pumpen. Selbst wenn du dir 2-mal täglich die Zähne putzt und nie die Mundspülung vergisst, bleibt dein Mund immer noch eines der schmutzigsten Körperteile. Millionen von Bakterien leben dort. Die gute Nachricht ist, dass die meisten von ihnen gut für deine Gesundheit sind. Sie schützen deinen Körper vor schlechten Bakterien und Viren. Der zweitschmutzigste Ort ist dein Bauchnabel. Man benutzt ihn nach der Geburt nicht mehr wirklich. In diesem verlassenen Bereich sammeln sich also alle Arten von Keimen, Schweiß und Schmutz an. Der Bauchnabel enthält über 2300 Bakterienarten und er braucht besondere Aufmerksamkeit. Man sagt, die Augen wachsen nicht mit dem Rest des Körpers. Nun, das stimmt nicht 100%ig, denn die Augen sind erst mit etwa 21 Jahren voll entwickelt. Aber die absoluten Wachstumschampions hier sind deine Ohren und Nase. Diese hören nie auf zu wachsen. Wow, was war das nochmal mit den Elefanten? Das muss ein anderes Video gewesen sein. Wenn alle deine Blutgefäße zu einer einzigen Linie gestreckt würden, dann wärst du in einer wirklich schwierigen Lage. Aber sie würden 4-mal um die Erde reichen. Du kannst dich nicht selbst kitzeln, egal wie sehr du es auch versuchst. Du hast es gerade geprüft und bist gescheitert, nicht wahr? Das liegt daran, dass dein Gehirn dich warnt, dass du gleich gekitzelt wirst, was es nicht tun kann, wenn es jemand anderes ist. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du dich nach dem Mittagessen so schläfrig fühlst? Einer der Gründe ist dein Tagesrhythmus, der in einem 24-Stunden-Zyklus verläuft. Er verlangt, dass du 7 Stunden nach dem Aufwachen ein Nickerchen machst und das Essen trägt nur noch mehr zu diesem Effekt bei. So einfach ist das. Hoppla! Entschuldigung, es ist Zeit. Schau dir das mal an. Es gibt Menschen, die ihren kleinen Finger beugen können, ohne den Ringfinger zu beugen. Aber die meisten finden das schwer oder sogar unmöglich zu tun. Wenn sie ihren Mittel- oder kleinen Finger bewegen, neigen sie dazu, ihren Ringfinger auch leicht zu beugen. Ja, ich auch. Globusluxation ist eine extrem seltene Krankheit, bei der Menschen in der Lage sind, ihre Augen aus den Augenhöhlen hervortreten zu lassen. Leider hat diese Fähigkeit Nachteile. Sie kann zahlreiche Augenprobleme verursachen. Einige indigene Volksgruppen wie die Tibeter können in Höhen überleben, die so hoch sind wie der Mount Everest. Diese seltene Fähigkeit ist höchstwahrscheinlich nach jahrelanger Evolution aufgetreten. Die Vorfahren der modernen Tibeter lebten tausende von Jahren in hohen Gebieten und entwickelten Anpassungen der roten Blutkörperchen, was es ihnen ermöglichte, mit gefährlich niedrigen Sauerstoffgehalten zu überleben. Die Bajau sind Seenomaden, die in Südostasien leben. Diese Menschen haben eine extra große Milz entwickelt, die als Ablage für sauerstoffreiche Blutzellen dient.
Dank dessen können sie problemlos 5 bis 10 Minuten unter Wasser fischen, ohne auch nur einmal Luft holen zu müssen. Etwa 14% der Bevölkerung haben keinen Palmaris longus Muskel. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen rudimentären Teil des Körpers. Und die Notwendigkeit dafür verschwand im Laufe der Evolution. Sollten Sie also diesen Muskel nicht besitzen, machen Sie sich keine Sorgen. Seine Abwesenheit hat keinerlei Einfluss auf die Arbeit Ihres Unterarms. Etwa 5 bis 37% der Menschen haben von Geburt an keine Weisheitszähne. Diese Zähne werden eigentlich nicht mehr benötigt. Sie waren für unsere Vorfahren wichtig, da sie beim Kauen von harten Lebensmitteln wie Nüssen, Wurzeln und Fleisch halfen. Und Salzwasser Toffee. Nein, das habe ich mir ausgedacht. Aber da die meisten Lebensmittel, die wir heute essen, verarbeitet sind, sind Weisheitszähne jetzt ein bloßes Atavismus. Die meisten Menschen haben nur einen im Uhrzeigersinn verlaufenden Haarwirbel. Aber 5 von 100 Personen haben eine Doppelkrone. Und wenn beide Wirbel gegen den Uhrzeigersinn gerichtet sind, macht das eine Person noch einzigartiger. Einige Wissenschaftler glauben, dass es einen genetischen Zusammenhang zwischen der Richtung des Haarwirbels und der Händigkeit gibt. Etwas mehr als 8% der Rechtshänder haben Haarwirbel, die gegen den Uhrzeigersinn verlaufen. Bei den Linkshändern steigt diese Zahl jedoch auf bis zu 45%. Das Gehirn eines Mannes altert schneller als das einer Frau. Mit zunehmendem Alter klagen Männer immer häufiger über Gedächtnisprobleme und Konzentrationsschwäche. Frauen hingegen haben nicht solche akuten Probleme mit dem Gedächtnis. Aber sie fühlen sich häufiger deprimiert. Für welches würdest du dich entscheiden? Wenn jemand lügt, verrät ihn seine eigene Nase. Psychologen der Universität von Granada haben entdeckt, dass, wenn eine Person lügt, die Temperatur um ihre Nase und in den inneren Augenwinkeln ansteigt. Dieses Phänomen erhielt den Namen »Warte ab«, der Pinocchio-Effekt. Japanische Menschen haben spezielle Bakterien in ihrem Darm. Diese Bakterien helfen ihnen, Sushi zu verdauen. Die Japaner haben seit Jahrhunderten rohen Seetang gegessen. Mikroorganismen, die auf der Oberfläche dieses Seetangs leben, gelangten in ihren Körper und entwickelten sich aktiv. Heutzutage helfen die Bakterien den Japanern, rohe Nahrung zu verdauen und verschiedene mit der Ernährung verbundene Probleme zu verhindern. Menschen haben genauso viele Haare auf ihren Körpern wie Schimpansen. Die Haaranzahl einer Person und eines Schimpansen ist ungefähr gleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass menschliches Körperhaar meist nutzlos ist und so fein, dass es fast unmöglich zu sehen ist. Menschen haben nicht mehr Gene als andere Arten. Tatsächlich haben Menschen weniger Gene als ein Wurm. Auch Tomaten haben viel mehr Gene als sie. Aber wir sind so komplizierte Kreaturen. Nun, vor kurzem haben Wissenschaftler den Schluss gezogen, dass die Anzahl der Gene, die ein Genom enthält, nicht eng mit der Komplexität eines Lebewesens verbunden ist. Lass uns eine Pause machen. Apropos, deine linke Lunge besteht aus 2 Lappen, während deine rechte Lunge in 3 Teile unterteilt ist. Darüber hinaus ist die Lunge auf der linken Seite etwas kleiner, da sie Platz für dein Herz machen muss. Deine Lungen enthalten auch rund 2400 Kilometer Atemwege. Das ist mehr als die halbe Strecke zwischen New York und Los Angeles. In deinen Lungen gibt es auch mehr als 300 Millionen Alveolen. Das sind kleine, ballonförmige Luftbeutel. Menschen haben 5 offensichtlichste Sinne. Sehen, riechen, berühren, hören und schmecken. Aber das ist noch nicht alles. Wie wäre es mit Thermozeption, dem Empfinden von Hitze? Oder hey, hüpf hoch, die Wahrnehmung von Schmerzen? Oder ihr Körperbewusstsein, Propriozeption? Um herauszufinden, was das ist, schließen Sie die Augen und berühren Sie Ihre Nase. Haben Sie es verstanden? Das ist Propriozeption in Aktion. Diese Liste kann viel länger sein. Einige Experten behaupten, Menschen hätten von 21 bis 53 Sinne. Deine Finger werden ganz runzlig, wenn du zu viel Zeit im Wasser verbringst. Schrumpelige Finger werden durch die Verengung deiner Blutgefäße verursacht. Wenn du lange im Wasser bleibst, lässt dein Nervensystem deine Blutgefäße schrumpfen. Dein Körper leitet das Blut von dieser Stelle ab. Und dieser Blutverlust macht deine Gefäße dünner. Die Haut beginnt, sich über ihnen zu falten, was zu diesen lustigen Runzeln führt. Wissenschaftler glauben, dass dieser Prozess uns hilft, einen besseren Griff zu haben, wenn unsere Hände und Füße nass sind. Im Auge einer durchschnittlichen Person befinden sich 3 Arten von Zapfenzellen. Diese Zapfen helfen dabei, die Farben im blauen, roten und grünen Spektrum zu erkennen. Dank ihnen können die meisten Menschen rund 1 Million verschiedene Nuancen unterscheiden. Aber diejenigen mit Tetrachromasie haben 4 Zapfen in ihren Augen. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, bis zu 100 Millionen verschiedene Farbtöne zu sehen.
Diese Sehstörung ist extrem selten und tritt bei Frauen viel häufiger auf als bei Männern. Interessanterweise ist sich die Mehrheit der Menschen mit Tetrachromasie gar nicht bewusst, dass sie die Welt heller sehen als andere. Nicht alle Menschen haben runde Pupillen. 2 von 10.000 Menschen haben ungewöhnlich geformte Pupillen. Am häufigsten ähneln sie Schlüssellöchern. Diese Augenerkrankung heißt Kolobom. Interessanterweise haben einige Menschen mit dieser Krankheit keine Probleme mit ihrem Sehvermögen. Nur 3 bis 22% der Menschen weltweit haben einen Morton C. Dies ist eine Fußstruktur, bei der der zweite Zeh länger ist als der erste. Sowohl Michelangelos David als auch die Freiheitsstatue besitzen dieses außergewöhnliche Körpermerkmal. Hey, Zehen hoch! Bei manchen Menschen sammelt sich Speichel in einer Drüse unter ihrer Zunge. Diese kann dann in einem Strahl herausgeschleudert werden, wenn eine Person auf diese Drüse drückt. Wenn der Mund in diesem Moment geöffnet ist, kann dieser Strahl mehrere Meter weit reichen. Dieser Vorgang, der als Gleeking bezeichnet wird, kann spontan auftreten. Eine Person drückt versehentlich ihre Zunge gegen die Drüse beim Essen, Gähnen, Sprechen oder Zähneputzen. Et voilà. Bis zu 35% der Menschen können gleeken, aber nur 1% kann es auf Kommando. Ich hatte einen Freund im College, der das konnte. Ja, das war seltsam. Etwa 18 bis 35% der Menschen haben eine interessante Reaktion auf Sonnenlicht. Sie niesen. Dieses Phänomen hat einen eigenen Namen, der photische Niesreflex. In der griechischen Sprache wird es Sonnenniesen genannt. Genau wie Salamander ihre Schwänze nachwachsen lassen, könnten Menschen in der Lage sein, Knorpel zu regenerieren. Das ist das gummiartige Zeug um ihre Gelenke. Vor kurzem haben Wissenschaftler entdeckt, dass Knorpel sich vielleicht selbst reparieren kann. Am effektivsten am Knöchel, nicht so gut im Knie und am wenigsten effektiv in der Hüfte. Das menschliche Gehirn besteht zu 73% aus Wasser, genau wie dein Herz. Deshalb fühlen sie sich erschöpft, wenn ihr Gehirn sogar nur 2% Flüssigkeit verliert. Dies verschlechtert auch ihr Gedächtnis, verkürzt ihre Aufmerksamkeitsspanne und dämpft ihre Stimmung. Also, trinken Sie genug. Dein Gehirn verarbeitet ständig Unmengen visueller Informationen, etwa 600 Millionen Bits pro Minute. Alles beginnt, wenn das Licht durch die Hornhaut gelangt. Die klare, schützende äußere Schicht deines Auges. Dann wird das Licht in elektrische Signale umgewandelt. Diese reisen zu deinem Gehirn und es interpretiert sie in die Bilder, die du siehst. Dieser komplizierte Prozess dauert nur Millisekunden. Menschen, die 110 Jahre und älter werden, auch als Super-100-Jährige bekannt, könnten ein Geheimnis haben. Forscher haben entdeckt, dass ihre Immunzellen, die als T-Helferzellen bezeichnet werden, sich an die späten Stadien des Alterns anpassen könnten. Diese Zellen sind wahrscheinlich dazu in der Lage, sie vor Viren und anderen Gesundheitsproblemen zu schützen. Dank der Technologie sind wir zu beeindruckenden Multitaskern geworden. Oder besser gesagt, es scheint nur so. Das menschliche Gehirn kann sich nicht auf 2 Dinge gleichzeitig konzentrieren. Was es kann, ist, wirklich schnell zwischen mehreren Aufgaben zu wechseln. Aber das macht ihre Aufmerksamkeitsspanne kürzer und schädigt ihr Kurzzeitgedächtnis und die Fähigkeit zu lernen. Legen Sie also dieses Handy weg. Ha! Wenn eine Frau schwanger ist, durchläuft ihr Gehirn viele Veränderungen, die sie auf die Geburt vorbereiten. Und der Teil ihres Gehirns, der für soziale Signale verantwortlich ist, nimmt ab. Das führt dazu, dass das Gehirn effizienter wird, wenn es darum geht, sich um das Baby zu kümmern. Aber keine Sorge, es bleibt nicht so. Es kehrt nach der Schwangerschaft zu seiner normalen Größe zurück. An einem Tag produziert ihr Körper 1 Liter Speichel. Das sind etwa 303 Liter im Jahr. Und in einem Leben können Sie 2 olympische Schwimmbecken mit Speichel füllen. Stellen Sie sich vor, in einem zu schwimmen. Igitt! Das ist gleichzeitig verstörend und ekelhaft. Menschen haben eine geheime Superkraft in unserem Magen verborgen. Unsere Magensäure. Sie hat einen pH-Wert von etwa 1 und ist eine der sauersten Substanzen der Welt. Sie ist so stark, dass sie Metalle auflösen kann. Und der Magen muss speziellen schützenden Schleim entwickeln, um zu verhindern, dass unser gesamter Körper sich auflöst. Aber versuchen Sie nicht, Metalle zu essen. Sie können giftig sein. Wenn Sie tief einatmen, wird Ihre linke Lunge viel weniger Luft aufnehmen als die rechte, weil sie kleiner ist. Ihr Herz nimmt ziemlich viel Platz in Anspruch. Die linke Lunge muss also Platz dafür machen. Die Lungen sind in Lappen unterteilt. Die rechte Lunge hat 3 und die linke Lunge nur 2 Lappen. Nicht nur ihre Lungen sind unverhältnismäßig groß, auch ihre Nieren sind etwas unterschiedlich.
Die linke ist normalerweise etwas größer als die rechte. Falls Sie sich jemals gefragt haben, wie groß sie sind, haben ihre Nieren die Größe einer Faust. Jeder weiß, dass Haie starke Zähne haben, aber die äußere Schicht unserer Zähne, die als Zahnschmelz bekannt ist, ist genauso stark wie diejenige, die die Zähne eines Hais bedeckt. Der Zahnschmelz ist zudem die stärkste Substanz in unserem Körper. Er schützt unsere Zähne vor aller Art von Schäden, sodass sie ihr Lieblingsessen unbesorgt genießen können. Fußnägel wachsen halb so schnell wie Fingernägel. Und wenn es eine olympische Disziplin gäbe, die bestimmt, welcher Nagel am schnellsten wächst, würde ihr kleiner Finger immer den letzten Platz belegen, da er von allen am langsamsten wächst. Der Grund dafür ist, dass einige Finger nicht so sehr beansprucht werden wie andere und daher nicht so gut durchblutet sind. Es gibt seltsame Tiere wie Garnelen und Krabben, die ihr Skelett abwerfen, um zu wachsen. Seien Sie nicht schockiert zu erfahren, dass wir das Gleiche tun. Natürlich werfen wir unser Skelett nicht buchstäblich ab, aber wir regenerieren langsam alle 10 Jahre ein neues. So werden wir im Laufe unseres Lebens unser Skelett ungefähr 8-mal wechseln. Vor vielen Jahren waren wir Reptilien, ähnlich dem bösen Echsenmensch aus Spider-Man. Glücklicherweise haben wir uns weiterentwickelt und fast alle unsere Reptilienmerkmale verloren, bis auf das dritte rudimentäre Augenlid, das am Ende deines Auges in der Nähe deiner Nase teilweise sichtbar ist. Reptilien haben dies immer noch. Es dient zum Schutz und zur Reinigung des Auges. Wenn Sie an Polychoria leiden, kann Ihr Auge mehr als eine Pupille entwickeln. Leider wird dies Ihre Sehkraft nicht verbessern. Tatsächlich kann es Sie sogar verschlechtern. Aber in den meisten Fällen wirkt es sich nicht stark auf Ihre Sehkraft aus. Diese Erkrankung ist extrem selten und beginnt in der Regel in der Kindheit, kann aber auch später im Leben auftreten. Dermatographie ist eine normalerweise harmlose Erkrankung, bei der es möglich ist, quasi auf der Haut zu schreiben. Menschen mit dieser Erkrankung benötigen keine Notizbücher, um sich Notizen zu machen. Wenn sie an dieser Erkrankung leiden und ihre Haut leicht kratzen, kann die Rötung bis zu einer halben Stunde anhalten. Das könnte bei ihrer nächsten Prüfung nützlich sein, wenn sie verstehen, was ich meine. Eine weitere einzigartige Erkrankung, die manche Menschen haben, ist Zindaktylie oder Schwimmhäute zwischen den Zehen. Dies ist, wenn deine Zehen zusammengewachsen sind. Niemand weiß, was das verursacht, aber es ist nichts Schlimmes. Wussten Sie, dass Ihre Zunge so einzigartig ist wie Ihre Fingerabdrücke? Ja, ich auch nicht. Die Zunge hat spezielle Formen und geometrische Figuren, wie Fingerabdrücke, die von Person zu Person variieren. Wer weiß, vielleicht werden wir in Zukunft unsere Handys durch Lecken entsperren. Ein ausgewachsener Mensch besteht aus etwa 7 Oktillionen Atomen. Es klingt unwirklich, aber es ist wahr. Diese Zahl ist so groß, dass ich sie nicht einmal in einem Atemzug aussprechen kann. Es ist eine 7, gefolgt von 27 Nullen. Ohrenschmalz sieht aus wie Wachs, fühlt sich an wie Wachs und schmeckt wie... Natürlich habe ich keine Ahnung, wie es schmeckt und bitte versuchen Sie nicht, es herauszufinden. Mein Punkt ist, es ist eigentlich kein Wachs. Es ist eine Kombination aus Fett, Hautzellen, Schmutz und Schweiß. Es ist wichtig für die Gesundheit der Ohren, weil es sie sauber hält. Gewichtsproportional sind Knochen viel stärker als Stahl. Die gleiche Dichte an Knochen wird fast immer besser abschneiden als Stahl. Vergleicht man jedoch das gleiche Volumen von Knochen und Stahl, wird der Knochen brechen, bevor der Stahl es tut. Knochen sind dazu gemacht, leicht und stark zu sein. Wären sie aus Stahl, wären wir viel schwerer und bräuchten viel mehr Energie, um uns zu bewegen. Als sie geboren wurden, hatten sie mehr Knochen als jetzt, da die meisten davon zusammengewachsen sind. Ein erwachsener Mensch hat 206 Knochen. Während Babys 300 Knochen haben. Einige dieser Knochen bestehen aus Knorpel, der flexibel und weich ist. Das stärkste, schwerste und längste Knochen ist das Femur. Dieser Knochen ist am schwierigsten zu brechen. Er kann bis zu 30 Mal Ihr Körpergewicht oder ungefähr 2721 Kilogramm aushalten. Technisch gesehen könnten Sie 2 kleine Autos auf Ihrem Femur balancieren und es wäre immer noch in Ordnung. Biolumineszenz ist eine Fähigkeit, die einige Tiere besitzen, wie zum Beispiel der Seeteufel, Glühwürmchen, Laternenfische und Menschen. Ja, sie leuchten tatsächlich im Dunkeln. Wissenschaftler haben entdeckt, dass wir leuchten,
Jedoch ist dieses Leuchten tausendmal schwächer als das, was unsere Augen wahrnehmen können. Mit einer extrem empfindlichen Kamera könnten sie ihr eigenes Leuchten sehen. Die Menge an Melanin, die sie in ihren Augen haben, bestimmt deren Farbe. Braune Augen haben den größten Anteil an Melanin, während blaue Augen viel weniger Melanin haben. Allerdings können Menschen mit Heterochromie unterschiedliche Augenfarben haben. Ein Auge kann blau sein und das andere braun. Oder jede andere Farbe, was ziemlich cool ist. Manchmal kann nur die Hälfte des Auges eine andere Farbe haben. Wenn sie niesen, kann die Luft, die aus ihrer Nase und ihrem Mund austritt, fast 161 Kilometer pro Stunde erreichen. Wir niesen, weil ein Reizstoff in die Nase gelangt und der Körper niesen muss, um ihn zu entfernen. Und falls Sie je gehört haben, dass Ihre Augen herausfallen könnten, wenn Sie niesen, ohne sie zu schließen, ist das eine Lüge. Es wird nichts passieren. Das Herz ist der einzige Muskel, der 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeitet. Es schlägt über 3 Milliarden Mal im Leben einer Person und pumpt täglich etwa 9500 Liter lebenswichtiges Fluid. Deshalb sollten Sie gut darauf aufpassen, denn es arbeitet sehr hart. Dein Musikantenknochen ist eigentlich kein Knochen, sondern ein Nerv. Deshalb hast du, wenn du ihn triffst, das Gefühl, dass 1000 Ameisen unter deiner Haut kriechen. Dieser Nerv ist ziemlich lang. Er beginnt im Rückenmark und endet in deinem kleinen und Ringfinger. Fast jeder von uns hat schon einmal gehört, dass unsere Nasen und Ohren niemals aufhören zu wachsen. Nun, das stimmt nicht ganz. Unsere Nasen und Ohren hören auf zu wachsen, wenn wir Teenager werden. Aber sie werden tatsächlich größer, während wir altern, weil die Schwerkraft an ihnen zieht. Sie dehnen sich also tatsächlich aus, wachsen jedoch nicht. Wenn du nicht genug schläfst, kann das Gehirn buchstäblich anfangen, sich selbst zu fressen. 13 Protegen von Neuronen werden zerstört, wenn du keine gute Nachtruhe bekommst. Das ist eine Menge an Gehirnleistung, die verloren geht. Anstatt die nächste Episode deiner Lieblingsserie zu schauen, geh schlafen. Es lohnt sich nicht. Wenn sie gut ausgeruht sind und genug Schlaf bekommen, kann ihr Gehirn genug Strom erzeugen, um eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Und ihre Neuronen können mehr Nachrichten senden als alle Telefone der Welt zusammen. Sie reisen mit etwa 241 Kilometern pro Stunde. Und die Signale, die von ihren motorischen Neuronen übertragen werden, können doppelt so schnell reisen. Füße. Es ermöglicht uns das Aufprallen. Es gibt ein weiteres. Es heißt Quergewölbe und verläuft von Seite zu Seite auf der Oberseite Ihres Fußes. Stellen Sie es sich wie eine Brücke vor, die hilft, Ihren Fuß in Form zu halten. Forschungen sagen, dass dieses Gewölbe auch eine große Rolle spielt. Es ist für etwa 40% der Steifheit Ihres Fußes verantwortlich. Einfach ausgedrückt ist es wie das Gerüst, das Ihren Fuß zusammenhält. Als Wissenschaftler den Querbogen durchschnitten, verlor der Fuß viel von seiner Festigkeit. Aber als sie den unteren Bogen durchschnitten, war es nicht so dramatisch. Also, ist es eine Sache des modernen Menschen? Nein. Diese Bögen tauchten nicht einfach gestern auf. Der Querbogen existiert bereits seit 3 Millionen Jahren. Der untere Bogen trat etwa vor 1,8 Millionen Jahren auf. Wir könnten genauso gut mit einem weiteren Element unserer Füße fortfahren, bevor wir zu anderen Teilen übergehen. Unsere kleinen Zehen sind auch wichtiger, als sie scheinen. Ob sie ohne eine geboren wurden oder sie verloren haben. Sie können immer noch laufen, aber die kleinen Zehen sind wichtig, um uns auf den Füßen zu halten. Sie sorgen für Balance. In ihrem Fuß haben sie 26 Knochen, die zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie nicht umkippen. Der kleine Zeh ist Teil dieser Balancearbeit. Unsere Affenvorfahren benötigten ihre Zehen zum Greifen, Kratzen und Schwingen von Bäumen. Heute haben wir unsere Baumkletterfähigkeiten gegen bequeme Sofas und Binge-Watching eingetauscht. Okay, lassen Sie uns ein wenig weitergehen und über den Blinddarm sprechen. Sie könnten denken, dass er nutzlos ist, aber das ist nicht der Fall. Wenn ein Mensch im Bauch seiner Mutter ist, beginnt dieses Organ seine Arbeit. Rund um die 11. Entwicklungswoche beginnt es, spezielle Zellen zu produzieren, die nützliche Hormone und Verbindungen erzeugen. Der Blinddarm hilft bei der Ausbildung unserer Immuntruppen und stellt sicher, dass sie erstklassige Verteidiger sind. Er sammelt auch alle Arten von fremden Substanzen, auch Antigene genannt, aus unserem Verdauungstrakt. Allerdings ist dieses Teil im Laufe der Evolution unserer Ernährung wie ein sich entleerender Ballon geschrumpft. Im Gegensatz zu den meisten anderen rudimentären Strukturen ist der Blinddarm nicht immer harmlos. Er kann sich in einen wütenden kleinen Feuerball verwandeln.
Übrigens sind rudimentäre Organe diejenigen, die ihre ursprüngliche Hauptfunktion verloren haben. Diese Strukturen haben meist keinen offensichtlichen Zweck mehr. Ein weiteres bekanntes rudimentäres Beispiel sind Weisheitszähne. Diese sind nutzlos und haben uns schon seit Ewigkeiten Probleme bereitet. Dennoch haben fast 95% von uns sie. Und 90% müssen sich möglicherweise sogar irgendwann mit dem Drama eines zurückgehaltenen Weisheitszahns auseinandersetzen. Wenn sie sie nicht haben, könnten sie sich glücklich schätzen. Hier ist eine zusätzliche interessante Tatsache über Weisheitszähne. Obwohl ihre Zähne ein Mineral haben, das weicher ist als das in Haifischzähnen, zeigen neue Tests, dass sie genauso widerstandsfähig sind. Die Beschichtung auf Haifischzähnen ist tatsächlich in der Härte ähnlich dem Zahnschmelz eines menschlichen Weisheitszahnes. Das liegt daran, dass ihre Oberflächen aus Mineralienkristallen bestehen, die durch Proteine zusammengehalten werden. Diese verhindern, dass sie bei einem Aufprall leicht zerbrechen. Also, der Unterschied in der Art, wie wir und Haie unsere Zähne verwenden, ist auf ihr Design zurückzuführen, nicht auf ihre Zähigkeit. Anthropologen haben alte Skelette untersucht. Sie denken, dass unsere Vorfahren diese zusätzlichen Zähne brauchten, um hartes Zeug zu kauen, wie Wurzeln und rohes Fleisch. Damals kamen diese Extrazähne gelegen. Aber dann entdeckten wir das Kochen und plötzlich wurde unser Essen weicher und unsere Kiefer wurden kleiner. Genetiker haben ihre eigene Sichtweise zu diesem Thema. Es beinhaltet ein Gen namens MYH16, das anscheinend eine Rolle sowohl bei der Gehirngröße als auch bei den Kiefermerkmalen spielt. Dennoch ist der genaue Teil, den es in unserer evolutionären Geschichte spielte, immer noch ein bisschen ein Rätsel. Nun, eine andere sinnlose Sache ist das Augenlid. Nun, nicht das reguläre Augenlid. Sie wissen schon, dieses kleine rosa Ding, das in der Ecke ihres Auges versteckt ist. Vögel und einige andere pelzige Freunde verwenden es, um Staub und Schmutz abzuwehren, der versucht, ihre Augen zu stören. Aber bei uns Menschen, es ist hauptsächlich vestigial. Treffen Sie den Palmaris longus. Etwa 85% von uns tragen ihn immer noch mit sich herum. Vielleicht haben Sie ihn auch. Sie können das testen, indem Sie Ihre Hand auf eine flache Oberfläche legen und Ihren kleinen Finger und Daumen zusammenbringen. Wenn Sie eine kleine Sehnenband sehen, das in der Mitte Ihres Handgelenks Limbo tanzt, dann haben Sie es gefunden. Es war dort, um Sachen zu greifen und wie Tarzan herumzuschwingen. Wir können mit dem Greiftrick weitermachen. Schon bevor du geboren wirst, etwa 16 Wochen nach deinem Aufenthalt im Bauch deiner Mutter, übst du bereits deinen Griff. Du beginnst damit, die Nabelschnur zu greifen. Wenn du schließlich in der Welt ankommst, hilft dir dieser Reflex, Dinge festzuhalten. Lustige Tatsache: Kleine Affen können dank eines ähnlichen Tricks für eine lange Zeit mit einer Hand hängen. Dennoch verlieren wir Menschen diesen Supergreifer, wenn wir etwa 3 Monate alt sind. Wenn du dich noch im Mutterleib befindest, hast du auch einen kleinen Schwanz. Aber während du wächst, verschwindet er. Und diese kleinen Wirbel werden zu deinem Steißbein oder Kockzyx. Menschen und unsere Affencousins haben keine Schwänze wie andere Tiere. Auch unsere Ohren haben rudimentäre Muskeln. Sie helfen Tieren, besser zu hören und ihre Gefühle auszudrücken. Aber bei Menschen tun diese Ohrmuskeln nicht viel. Wir haben andere Wege gefunden, um zu hören und unsere Emotionen zu zeigen. Dennoch können einige von uns immer noch mit Übung unsere Ohren wackeln lassen. Überraschenderweise zählen auch Zehennägel als ein rudimentäres Ding. Ich meine, sie funktionieren als erste Verteidigungslinie. Sie schützen den Körper vor schädlichen Mikroorganismen. Auf unserer evolutionären Reise haben wir unsere Fingernägel und Zehennägel zur Verteidigung, zum Graben und Klettern verwendet. In der modernen Welt kommen unsere Fingernägel immer noch zu unserer Rettung, sei es zum Schälen von Früchten oder dem süßen Gefühl, einen Juckreiz zu kratzen. Doch die Zehennägel haben sich zur Ruhe gesetzt. Aber hey, wir können Nagellack auf sie auftragen. Aus Modesicht funktionieren sie sicherlich für viele Menschen. Es sind nicht nur Menschen, die nutzlose Gliedmaßen oder Organe haben. Im Jahr 1798 untersuchte ein Anatom einen seltsamen Vogel, der unfähig war zu fliegen. Er dokumentierte seine Beobachtungen. Diese Vogelart war nichts anderes als ein Strauß. Strauße und Kasuare sind nur einige Beispiele für Vögel mit rudimentären Flügeln. Anatomisch gesehen handelt es sich dabei um rudimentäre Flügel, die diesen schweren Tieren nicht das Fliegen ermöglichen. Dennoch sind sie nicht völlig funktionslos. Sie dienen dem Zweck, das Gleichgewicht während des schnellen Laufens zu halten. Darüber hinaus stellen sie aufwendige Balzdisplays dar und helfen den Vögeln dabei, potenzielle Partner anzuziehen. Nun, wenn es um Tiere geht, leuchten viele von ihnen auch. Rund 76% der Meeresbewohner
einschließlich Quallen, Würmer, Haie und Seesterne, sind biolumineszent. Sie verfügen über eine Verbindung namens Luciferin, die mit Sauerstoff reagiert, um Licht zu erzeugen. Und für sie hat es solche Zwecke wie das Betäuben von Raubtieren, das Anlocken von Beute oder das Warnen vor Gefahren. Wir Menschen können auch leuchten. Leider ist dieses Leuchten super schwach. Unsere Augen können es nicht sehen. Unsere Körper senden Licht aus, aber es ist etwa 1000-mal schwächer als das, was unsere Augen erkennen können. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Leuchten im Laufe des Tages variiert. Es ist am Morgen am schwächsten und am späten Nachmittag am hellsten. Unsere Gesichter leuchten mehr als der Rest unseres Körpers. Sie denken, es liegt daran, dass unsere Gesichter mehr Sonneneinstrahlung bekommen und Melanin haben, das Komponenten enthält, die die Lichtproduktion ankurbeln können. Einige Körpertricks unterscheiden uns vom Rest des Tierreichs. Wussten Sie zum Beispiel, dass Menschen die einzigen Tiere sind, die erröten können? Es scheint, als hätten wir die exklusiven Rechte an diesem rosigen Phänomen. Wenn wir uns in einer peinlichen Situation befinden, erweitern sich unsere Blutgefäße. Das ist es, was uns erröten lässt. Verlegenheit ist eine ziemlich komplexe Emotion. Es geht darum zu verstehen, was andere von uns denken. Dies könnte für andere Tiere zu fortschrittlich sein. Interessanterweise können auch kahle Uakari-Affen erröten, jedoch nicht im gleichen Sinne. Für sie ist dies ein Zeichen ihrer guten Gesundheit. Wenn wir von guter Gesundheit sprechen, sollten wir unseren Darm ehren. Ihr Darm umfasst den Magen, die Leber und mehr. Es wird oft als das zweite Gehirn bezeichnet. Dieses zweite Gehirn hat sein eigenes Nervensystem. Es hat 100 Millionen Boten. Diese senden Informationen an den Rest ihres Körpers. Selbst wenn die Darm-Gehirn-Verbindung getrennt ist, bleibt es funktionsfähig. Es stellt sicher, dass ihr Verdauungssystem eigenständig funktioniert. Der menschliche Körper ist diese perfekt ausbalancierte Maschine, oder? Nun, nicht wenn ich ihn benutze. Normalerweise arbeiten alle seine Teile nahtlos zusammen, um uns am Leben zu erhalten und, naja, am Leben. Jedes unserer Organe ist für unsere täglichen Aktivitäten unerlässlich. Vom Atmen, Gehen, Sprechen bis hin zum Entwickeln von brillanten Ideen, die die Menschheit voranbringen. Aber sind sie wirklich unerlässlich? Brauchen wir wirklich all diese Körperteile oder sind einige von ihnen nur alte Relikte, mit denen wir in diesem merkwürdigen Spiel der Evolution stecken geblieben sind? Nehmen Sie zum Beispiel Weisheitszähne. Nein, jemand hat meine bereits genommen. Ja, das sind diese Paare von Zähnen, die im hinteren Teil ihres Mundes stecken und für die sie oft zum Zahnarzt gehen müssen. Sie werden auch als dritte Molaren bezeichnet. Und während sie zum Kauen von Nahrung genutzt werden können, denken viele Menschen, dass sie einfach unnötig sind. Und das ist interessant. Weltweit haben etwa 22% der Menschen nicht einmal alle vier. Wenn sie herauswachsen, neigen sie am ehesten dazu, betroffen zu sein, was bedeutet, dass sie im Kieferknochen stecken bleiben und nicht ordnungsgemäß durch das Zahnfleisch kommen können. Das liegt alles daran, dass unsere Kiefer oft zu klein sind, um diese zusätzlichen Kerle aufzunehmen. Einige kluge Wissenschaftler denken, dass das daran liegt, dass wir im Laufe der Zeit dazu entwickelt haben, kleinere Kiefer zu haben. Neueste Beweise zeigen auch, dass das, was wir als Kinder essen, daran schuld sein könnte. Aber es ist schwer sicher zu wissen. Anscheinend kann das Kauen von schwer zu kauenden Lebensmitteln wie rohem Gemüse und Nüssen tatsächlich das Kieferwachstum anregen, während das Essen von weichen, verarbeiteten Lebensmitteln es irgendwie hemmen kann. Und das lässt wenig Platz für unsere hinteren Zähne, um hereinzukommen und ihre Arbeit zu erledigen. Werden sie in der Zukunft ganz verschwinden? Ich schätze, wir menschlichen Säugetiere müssen einfach abwarten und sehen. Jetzt sprechen wir über das Vomeronasalorgan, Vomesronasal. Oder wie ich es gerne nenne, das geheime Instrument der Nase. Sie sehen, Nagetiere und andere Säugetiere haben diese großartige Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren, indem sie chemische Signale namens Pheromone verwenden. Und raten Sie mal. Sie haben ein spezielles Organ namens Vomeronasalorgan oder VNO, das Ihnen hilft, diese Pheromone zu erkennen. Hier wird es interessant. Obwohl die meisten erwachsenen Menschen etwas haben, das einer VNO in ihrer Nase ähnelt, stellt sich heraus, dass es im Grunde genommen ein nutzloses Überbleibsel ist.
Neurowissenschaftler sagen sogar, dass wenn man sich die Anatomie dieses Organs ansieht, man keine Zellen sehen wird, die denen ähnlicher Organ, anderer Säugetiere ähneln. Auch scheint dieses Organ bei, Menschen nicht mit dem Gehirn zu kommunizieren. Es ist nicht alles schlechte Nachrichten. Auch wenn die menschliche VNO ziemlich nutzlos ist, sieht es so aus, als könnte sie immer noch auf einige Pheromone reagieren. Werden Menschen dieses Organ auf ihrer evolutionären To-Do-Liste behalten? Für jetzt würde ich es auf den Vielleicht-Stapel legen. Nun, hier ist eine Geschichte. Tiere, die Schwänze haben, benötigen diese Strukturen für viele Dinge. Einige benötigen es für das Gleichgewicht, andere zur Navigation, während einige es benötigen, um potenzielle Partner anzuziehen. Aber wussten Sie, dass wir, wenn wir nur wenige Wochen alt in unserem Mutterleib sind, tatsächlich auch Schwänze haben? Das stimmt. Wir haben einen ganzen kleinen Schwanz mit Wirbelsäule. Während wir uns entwickeln, verschwindet dieser Schwanz auf magische Weise und wir bleiben mit unserem verlässlichen Steißbein zurück. Menschen und Affen sind einzigartig, da wir im Gegensatz zu anderen Primaten keine Schwänze haben. Es ist ein Rätsel, warum Affen ihre Schwänze verloren haben, aber wir können uns alle einig sein, dass es uns in einer Menschenmenge auffallen lässt. Allerdings wird einmal alle Jubeljahre ein Mensch mit einem kleinen, rudimentären Schwanz geboren. Niedlich, oder? Nun, freuen Sie sich nicht zu sehr, denn diese Schwänze haben keine Wirbel und können manchmal mit einer schwierigen Erkrankung der Wirbelsäule verbunden sein. So oder so sind diese Schwänze normalerweise harmlos und können leicht mit einer schnellen Operation entfernt werden. Und seien wir ehrlich, es ist nicht so, als würden wir es vermissen. Wer braucht schon einen Schwanz, wenn man Arme und Beine zum Bewegen hat? Stellen Sie sich vor, Sie müssten versuchen, Hosen zu finden, die passen, mit einem Schwanz, der hinten raussteht. Kein guter Look. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in der Zukunft Schwänze benötigen werden, ist gering bis nicht vorhanden. Daher vermute ich, dass die Steißbeine in zukünftigen Generationen Tschüss sagen werden. Auch Menschen haben eine lustige kleine Falte der Membran in der inneren Ecke der Augen, die Plica semilunaris, Plahiku semilonervois genannt wird. Es ist im Grunde genommen das, was von einem dritten Augenlid übrig ist, das noch bei einigen Tieren wie Gorillas und anderen Primaten zu finden ist. Aber hier ist die lustige Sache. Sogar unsere engen Verwandten, die Schimpansen, haben diese kleine Falte, die auch nutzlos zu sein scheint. Also, wir sind nicht alleine mit dieser Augenmerkwürdigkeit. Wenn man von ungewöhnlichen Membranen spricht, erfüllen sie bei verschiedenen Tieren eine Vielzahl von Funktionen, wie beispielsweise den Schutz des Auges vor Schmutz und Feuchtigkeit oder das Verbergen der Iris vor Raubtieren. Einige Arten können sogar durch ihre transparenten Membranen sehen, wenn sie unter Wasser oder unter der Erde sind. Nun, der Grund, warum wir Menschen unser drittes Augenlid verloren haben, ist immer noch ein bisschen ein Rätsel. Vielleicht haben Veränderungen in unserem Lebensraum und unserer Augenphysiologie es unnötig gemacht. Oder vielleicht haben wir uns einfach zu cool für ein drittes Augenlid entwickelt. Wer weiß. Mit oder ohne rudimentäre Organe ist es interessant, sich vorzustellen, wie Menschen in der Zukunft aussehen könnten. Viele Organe sind aufgrund unserer Lebensstiländerungen überflüssig geworden. Möchten Sie einen Blick darauf werfen, wie wir in der Zukunft aussehen könnten? Und in der gleichen Hinsicht oder Arterie. Haben Sie schon mal vom Konzept der Textklaue gehört? Das ist, wenn Sie so viel Zeit mit dem Tippen auf Ihrem Handy oder Laptop verbringen, dass Ihre Hand anfängt zu krampfen wie eine Klaue. Und das ist nur eine der körperlichen Veränderungen, die uns passieren könnten, wenn wir in dieser techniklastigen Welt nicht auf unseren Körper aufpassen. Aber nicht nur unsere Hände sind betroffen. Wir könnten mit 90 Grad Ellenbogen enden, weil wir unsere Geräte ständig in diesem Winkel halten und sogar ein kleineres Gehirn bekommen, aufgrund all der Ablenkungen und Informationsüberlastung. Jetzt weiß ich, was Sie denken. Wir können nicht einfach die Technologie aufgeben und zurück in die Steinzeit gehen. Und Sie haben recht. Das müssen wir nicht. Aber wir müssen uns der möglichen negativen Auswirkungen bewusst sein und Schritte unternehmen, um ihren Schaden zu reduzieren. Deshalb hat ein Team von Designern ihre kreativen Kräfte gebündelt, um Mindy zu präsentieren.
einen zukünftigen Menschen, dessen Körper sich aufgrund der ständigen und unendlichen Nutzung von Smartphones, Laptops und anderen Arten von manischen Geräten physisch verändert hat. Obwohl Mindys übertriebene Veränderungen vielleicht nicht in unserer Zukunft liegen, sind die Bedenken dahinter real. Was können wir also tun? Nun, ein Vorschlag ist, regelmäßige Pausen von unseren Bildschirmen zu nehmen und ein wenig die Beine zu vertreten. Vielleicht sogar ein bisschen Büro-Yoga oder Tanzpartys fördern, um das Blut in Wallung zu bringen. Wir müssen nicht vollständig auf Technologie verzichten, aber wir müssen uns der Auswirkungen auf unseren Körper und Geist bewusst sein. In vielen Jahren in der Zukunft könnten wir sogar kleiner werden. Ein Wissenschaftler glaubt, dass wir, wenn wir kleiner wären, unsere Körper weniger Energie benötigen würden, was auf unserem zunehmend überfüllten Planeten sehr praktisch wäre. Es ist lustig, darüber nachzudenken, wie anders unser Leben jetzt im Vergleich zu unserer Zeit als Jäger und Sammler ist. Damals hatten wir nur mit einer Handvoll Menschen jeden Tag zu tun. Aber jetzt ist es sehr wichtig, sich die Namen der Leute zu merken. Und es könnte sogar etwas sein, worin wir besser werden. Und stell dir das vor. Technologie könnte tatsächlich eine Rolle in unserer Evolution spielen. Wissenschaftler glauben, dass wir eines Tages Implantate in unserem Gehirn haben könnten, die uns helfen, die Namen der Menschen zu erinnern. Es ist, als hätte man ein biologisches Telefonbuch direkt in deinem Körper. Wäre das nicht cool? Wer weiß, vielleicht haben wir in der Zukunft sogar sichtbare Technologie als Teil unseres Aussehens. Stelle dir vor, ein künstliches Auge zu haben, das verschiedene Farben und Visuals sehen kann. Und lassen Sie mich erst gar nicht damit anfangen, wie wir aussehen könnten, wenn wir den Mars kolonisieren. Bei der geringeren Schwerkraft könnten sich unsere Körper auf alle möglichen Arten verändern. Wir könnten längere Arme und Beine oder sogar isolierendes Körperhaar wie unsere Neandertaler Vorfahren haben. Es ist schwierig zu bestimmen, wie wir in der Zukunft aussehen könnten, ohne sehr genaue Daten zur Unterstützung der Modelle. Aber es ist fair zu sagen, dass diese Veränderungen mindestens interessant sein werden. Für mich ist es, gelinde gesagt, zu spät. Ich habe hier bereits über 1400 Wörter gesagt. Ich habe das gerade ausprobiert. Zwick deinen Ellenbogen so fest du kannst. Du spürst kaum einen Schmerz. Stimmt's? Warum? Weil verschiedene Bereiche deiner Haut unterschiedliche Nervenenden haben. Unser Körper ist so konzipiert, dass er an den Stellen, die besonders gefährdet sind, stärker auf Schmerzen reagiert. Dort gibt es mehr Nervenenden, damit wir diese Stellen besser schützen. Und die Haut, die wir am Ellenbogen haben, hat weniger Schmerzrezeptoren. Aber ich rede nicht von dem kribbelnden Schmerz, den du spürst, wenn du den Ellenbogen gestoßen hast. Du kennst diesen Schmerz, der sich so anfühlt, als ob dein Arm einen Stromschlag bekommen hätte. Das ist kein Gefühl, das dich vor Freude tanzen lässt, auch wenn er vom Musikantenknochen kommt. Der übrigens gar kein Knochen ist. Es ist ein Nerv, der in deiner Wirbelsäule beginnt, zu deinem Nacken und durch deinen Ellenbogen zu den Fingern verläuft. Sein richtiger Name ist Nervus ulnaris. Er ist einer der drei Hauptnerven in deinem Arm und sorgt für dein Fingerspitzengefühl. Der Nerv in der Elle ist durch Muskeln, Fett und Knochen gut geschützt. Aber an deinem Ellenbogen liegt dieser Nerv frei. Und dort nennen wir ihn Musikantenknochen. Eine andere, aber nachvollziehbare Version der Achillesgeschichte. Okay, jetzt weißt du, warum du Schmerzen empfindest, wenn du dir den Musikantenknochen stößt und warum du kaum etwas spürst, wenn du dir in den Ellenbogen zwickst. Das nächste Phänomen hat mit sozial unangenehmen Momenten zu tun. Okay, so unangenehm sind die wahrscheinlich gar nicht. Es kann auftreten, wenn dein Schwarm dir ein Kompliment macht. Es geht also ums Erröten. Ich bin mir fast nicht sicher, ob es diese Schmetterlinge im Bauch gibt, wenn man verliebt ist, aber ich weiß, wenn du errötest, wird auch deine Magenschleimhaut rot. Ich habe nachgeschaut. Die Magenschleimhaut ist das Gewebe, das deine Magenwand vor der Magensäure schützt. Wenn du errötest, wird auch diese rot. Beim Erröten steigt nämlich das Blut an die Oberfläche der Haut und das passiert auch beim Magen. Es ist ein natürlicher Prozess, eine physiologische Reaktion auf die Veränderung deiner Gefühle. Da wir gerade beim Magen sind, kann ich dir auch gleich erzählen, dass deine Magensäure die Fähigkeit hat, einen Stahltisch zu zersetzen. Das heißt im Umkehrschluss, die Säure wäre in der Lage, deine Organe zu verdauen. Aber zum Glück gibt's die Magenschleimhaut, die das verhindert.
Weißt du eigentlich, dass du im Dunkeln leuchtest? Mach jetzt nicht das Licht aus, denn dein Leuchten kannst du mit bloßem Auge nicht sehen. Diese Bilder von glitzernden Menschen stammen von hochempfindlichen Kameras. Eine japanische Forschungsgruppe konnte als erstes Bilder der menschlichen Biolumineszenz aufnehmen. Nur hochempfindliche Kameras zeigen, dass unser Körper winzige Lichtmengen aussendet. Dieses Licht ist aber tausendmal schwächer als das, was unsere Augen erkennen können. Offenbar produzieren alle Lebewesen dank chemischer Reaktionen in den Zellen eine kleine Menge Licht. Und der Mensch wurde jetzt in diese Liste aufgenommen. Die Forschungsgruppe hatte die Oberkörper der Freiwilligen mehrere Tage lang fotografiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Menge des ausgestrahlten Lichts einem 24-Stunden-Zyklus folgte. Das Leuchten ist am späten Nachmittag am stärksten und in der Nacht am schwächsten. Außerdem geht das hellste Licht von den Wangen, der Stirn und dem Nacken aus. Interessant ist, dass sie nicht mit den hellsten Bereichen übereinstimmen, die von Wärmekameras erfasst wurden. Wusstest du eigentlich, dass du morgens größer bist als am Abend? Ja, ich habe dich nachts vermessen. Im Ernst, dieser Höhenunterschied hängt mit der Schwerkraft zusammen. Die Schwerkraft drückt die Knorpel in deiner Wirbelsäule und deinen Knien zusammen, wenn du den ganzen Tag auf den Beinen bist oder sitzt. Wenn du aber liegst, entspannt sich deine Wirbelsäule und dehnt sich. Deshalb bist du morgens, nachdem du die Nacht im Bett gelegen hast, größer als am Abend zuvor. Der Größenunterschied beträgt aber nur etwa 2,5 Zentimeter. Kein Grund, damit anzugeben. Fun Fact: Die Astronauten, die von einer Mission von der ISS zurückkehren, sind ein paar Zentimeter größer als auf der Erde. Das liegt natürlich an der fehlenden Schwerkraft da oben. Aber wie du jetzt weißt, bleiben sie nicht ewig groß, denn auf der Erde drückt sie die Schwerkraft wieder auf ihre normale Größe zurück. Kommen wir jetzt wieder zurück zum Organ, von dem wir eben gesprochen haben, die Haut. Ja, die Haut ist ein Organ. Sie ist sogar das größte Organ deines Körpers. Sie macht etwa 15% deines Körpergewichts aus. Was macht dieses Organ noch, außer deinen Körper zu bedecken? Die Haut erfüllt lebenswichtige Funktionen. Zum Beispiel schützt sie deinen Körper vor äußeren physischen und biologischen Schäden. Außerdem verhindert sie einen übermäßigen Wasserverlust. Ich bin gespannt, welche Überraschungen der menschliche Körper noch für uns bereithält. Aber jetzt befassen wir uns erstmal mit ein paar Tieren. Eulen haben keine Augäpfel. Stattdessen haben sie etwas, das man Augenröhre nennt. Ihre sterbförmigen Augen können sich nicht in ihren Augenhöhlen bewegen, wie es unsere Augäpfel können. Deshalb drehen Eulen ihren Körper, um sich umzusehen. Aber wenn sie ihren Körper bewegen, machen sie Geräusche, die andere Tiere hören könnten. Deshalb haben Eulen Hälse entwickelt, die sich um 270 Grad drehen können. Und das ist super leise. Aber warum dieser Umstand? Naja, Eulen sind nachtaktiv und für die Nachtsicht ist eine große Hornhaut wichtig, um so viel Licht wie möglich aufzunehmen. Das ist auch der Grund, warum die meisten nachtaktiven Tiere, wie die langsamen Loris, so große Augen haben. Bei Eulen ist das aber ein bisschen anders. Weil sie kleine Köpfe haben, passen so große Augen nicht rein. Und obwohl sie keine Augäpfel haben, haben sie dennoch drei Paar Augenlider. Ein Lid ist zum Blinzeln, eines zum Schlafen und das letzte, um die Augenröhren sauber zu halten. Ist das wichtig für die Eulen? Ich schätze schon. Kommen wir jetzt zu den Tieren, die du wahrscheinlich besser kennst. Miau. Katzen haben ein zusätzliches Organ, mit dem sie Gerüche in der Luft wahrnehmen können. Dieses Organ wird Jacobson-Organ oder Vomeronasal-Organ genannt. Es befindet sich in der Nasenhöhle der Katze und mündet in ihrem Gaumen. Dieses Organ erkennt mit Hilfe von Nerven, die direkt zum Gehirn führen, bestimmte Chemikalien in der Luft. Das ist aber kein normales Schnüffeln. Die Geruchsrezeptoren des Jacobsons-Organs sind nicht für gewöhnliche Gerüche ausgelegt. Sie erkennen Chemikalien, die eigentlich gar keinen Geruch haben. Mit anderen Worten, Katzen riechen nicht wahrnehmbare Gerüche. Aber das ist noch nicht alles. Das Jacobson-Organ steigert auch den Geruchssinn. Das hilft schon den Kätzchen, wenn sie die Zitzen ihrer Mutter finden müssen. Stell dir vor, es gibt 2 Mutterkatzen und 4 Kätzchen. Die Kätzchen können mithilfe ihres Geruchssinns ihre Mutter von der anderen Katzenmutter unterscheiden. Wenn du jemand Neues triffst, schätzt du diese Person anhand ihrer Körpersprache ein. Katzen können das auch, indem sie sich gegenseitig beschnuppern. Bei dieser Begrüßung werden Pheromone freigesetzt, über die die Katzen mehr über sich erfahren. Zum Beispiel, was die eine Katze gerne frisst oder ob sie gesund oder krank ist. Sie können sogar erschnüffeln, ob die andere Katze glücklich oder launisch ist. All das dank des Jacobson-Organs. Und noch
Noch ein Fakt über Katzen. Ihre Nase hat deutliche Rillen, die wie ein Muster aussehen. Ähnlich wie unsere Fingerabdrücke haben auch Katzen einen einzigartigen Nasenabdruck. Der kann zur Identifizierung genutzt werden. Okay, Katze, wir können dich einbuchten, weil du die Vase zerbrochen hast. Wir haben überall deine Nasenabdrücke gefunden. Lässt du dich auf einen Deal ein? Dann sag uns, was du über den Hund und die zerkaute DVD weißt. Du bist eher der Hundetyp? Dann pass jetzt auf. Du hast bestimmt schon gehört, dass Hunde farbenblind sind. Das stimmt aber nicht. Okay, sie können nicht die Farbpalette sehen, die wir Menschen sehen, aber sie sehen Farben. Ihre Farbpalette besteht aber hauptsächlich aus Gelb, Blau und Violett. Unsere Rot-, Grün- und Orangetöne können sie leider nicht wahrnehmen. Und jetzt kommen wir noch zu den Schildkröten. Weißt du eigentlich, dass sie ihren Panzer nicht verlassen können? Sie sind an ihm festgewachsen. Aber zum Glück wächst der Panzer mit der Schildkröte, ähnlich wie unsere Haut. Der Panzer einer Schildkröte besteht übrigens aus 50 Knochen und ist ein Skelett mit Wirbelsäule und Brustkorb. Damit können sie bequem in den Urlaub fahren. Sie haben ihr Wohnmobil ja quasi immer dabei, können es aber nicht verschrotten. Sprich lauter, ich habe gerade eine Pizza verdrückt. Nach einem reichhaltigen Mahl hören wir nämlich schlechter. Zum Zwecke der Verdauung wird der Blutstrom in Richtung Magen umgeleitet, sodass alle anderen Organe etwas weniger abbekommen. Wenn du also das nächste Mal auf dem Weg zu einem Konzert deiner Lieblingsband bist, iss lieber etwas Leichtes, um alles perfekt hören zu können. Über deinem Magen und der linken Niere hast du ein magisches Organ, das nachwächst, wenn du einen Teil entfernst. Nicht, dass du das tun solltest, aber deine Leber kann sich selbst regenerieren, indem sie sogenannte Hepatozyten bildet. Sobald die Leber beschädigt ist, vervielfältigen sie sich. Ob eine vollständige Regeneration möglich ist und wie lange sie dauert, ist vom Ausmaß des Schadens abhängig. Hast du dich je gefragt, was für deinen Körper schlimmer ist? Kein Schlaf oder keine Nahrung? Offenbar ist Schlafmangel gefährlicher. Wenn du dich nicht ausruhst, ist dein Körper größeren Risiken ausgesetzt. Nach 24 Stunden ohne Schlaf lässt dein Gedächtnis nach und du kannst dich nur schwer konzentrieren. Allein nach nur 17 Stunden ohne Schlaf fühlst du dich müde und geschafft, bist leicht reizbar, angespannt und emotionaler. Ich brauche ein Nickerchen. Auch deine Schmerzrezeptoren werden sensibler und alles tut etwas mehr weh, als es sollte. Sogar dein Gehör wird beeinträchtigt. Wie bitte? Ohne Nahrung hältst du hingegen gut 24 Stunden aus, ohne dass dein Körper es wirklich merkt. In den ersten 8 Stunden verdaut er erstmal die letzte Mahlzeit. Danach greift er auf in Fetten gespeicherte Energie zurück. Nimmst du mehr als 24 Stunden lang keine Nahrung zu dir, bedient sich dein Körper an seinen eigenen Proteinen. Du verlierst also Muskelmasse. Regenwasser eignet sich nicht immer zum Trinken. Zuweilen enthält es schädliche Bakterien und Viren. In stark belasteten Regionen kann es auch andere schädliche Stoffe enthalten. Manche Gemeinschaften auf der Welt beziehen ihr Trinkwasser ausschließlich aus Regenwasser. Aber kann Regenwasser auch gesund sein? Laut aktueller Studien nicht wirklich. Manche der riskanten Substanzen lassen sich zwar durch Aufkochen eliminieren, aber es ist besser, sich an Wasserquellen zu halten, die für uns Menschen zu 100% sicher sind. Schweiß produzieren wir vorrangig, um die Körpertemperatur zu regulieren. Außerdem sorgt etwas Feuchtigkeit für griffigere Hände. Aber der Schweiß taucht nicht einfach aus dem Nichts auf. Er kommt aus rund 5 Millionen Poren an unserem gesamten Körper. Wir stehen jeden Tag wortwörtlich auf einem Viertel unserer Knochen. Wir haben knapp über 200 Knochen im Körper, doch ein Viertel von ihnen konzentriert sich in einem überraschend kleinen Teil unseres Körpers, in unseren Füßen. Jeder Fuß enthält 26 Knochen, in beiden zusammen sind es also 52. Unsere Augen produzieren aus verschiedenen Gründen Tränen. Zum Beispiel, um sich vor Infektionen zu schützen oder Schmutz auszuspülen oder eben aus emotionalen Gründen. Doch die Menge an Tränen ist ziemlich verblüffend, bis zu 113 Liter pro Jahr. Das ist fast eine Badewanne voll. Ist das nicht ergreifend? Unser Blutdruck wacht schon vor uns auf. Am Morgen erzeugt unser Körper nämlich eine Reihe an Hormonen wie Adrenalin und Noradrenalin. Sie sorgen für den Energieschub, den wir morgens dringend brauchen, aber sie heben eben auch den Blutdruck an. Daher ist er zwischen 6 und 12 Uhr mittags höher, während er nachts, wenn wir eigentlich schlafen sollten und keine körperlichen Aktivitäten auf dem Plan stehen, um bis zu 20% abfällt. Da wir gerade bei unserem Lebenssaft sind, unser Blut macht etwa 10% unseres Körpergewichts aus.
Wir glauben gerne, dass unser Körper vorrangig aus Muskeln, Fettpölsterchen und Knochen besteht. Weit gefehlt. Bei einem fitten Erwachsenen machen die Knochen 15% des Gesamtgewichts aus. Etwa 40-45% entfallen auf Muskeln und 15% sind Fettdepots. Der Rest setzt sich aus Haut, Sehnen und Bändern, Haaren und anderen nützlichen Kleinigkeiten zusammen. Mal sehen. Ja, das ergibt insgesamt 100%. Deine Lungenflügel sind keine Zwillinge, sie sind Geschwister. Sie sind nämlich weder gleich groß noch gleich geformt. Deine rechte Lunge ist größer und wiegt etwas mehr. Daran ist dein Herz schuld, da es sich etwas nach links neigt. Dadurch entsteht eine Delle in der linken Lungenhälfte, die als Herzeindruck bezeichnet wird. Die rechte Lunge ist zwar größer, aber auch etwas kürzer, da sie der Leber Platz lassen muss. Viele deiner Körperabmessungen sind ziemlich symmetrisch. Streckst du zum Beispiel deine beiden Arme links und rechts aus, entspricht deine Spannweite in etwa deiner Körpergröße. Auf Grundlage dieser Symmetrie können Spezialisten Theorien darüber aufstellen, wie die Menschen früher ausgesehen haben. Offenbar haben wir mit der Zeit immer mehr Symmetrie entwickelt, um attraktiver und gesünder auszusehen und für potenzielle Partner anziehender zu wirken. Außerdem haben wir den aufrechten Gang entwickelt. Unsere symmetrische Bauweise hilft uns dabei, uns mit so wenig Energieaufwand wie möglich zu bewegen, da auf diese Weise ein Gleichgewicht entsteht. Menschen sind nicht gerade die Spitzenreiter, wenn es um den Geruchssinn geht, so viel ist sicher. Trotzdem kann unsere Nase ca. 1 Billion verschiedene Gerüche wahrnehmen. Wissenschaftler forschen weiterhin auf diesem Gebiet und glauben, dass der Wert auch höher sein könnte. Einige Hunderassen spüren Gerüche 10.000 bis 100.000 Mal besser auf, als wir es können. Die beste Nase im Tierreich scheint aber der Elefant zu haben. Er verfügt über unglaublich viele Gene für olfaktorische Rezeptoren. Über 10.000. Menschen und Schimpansen hingegen haben nicht mal 400. Wir halten unseren kleinen Finger gerne für das schwächste Glied an der Hand. Dabei hat er mehr Kraft, als wir glauben. Ohne den kleinen Finger sinkt die Gesamtstärke unserer Hand um bis zu 33%. Die Flüssigkeit in unserem Magen, bestehend aus Salzsäure, Kaliumchlorid und Natriumchlorid, ist weitaus stärker als jedes saure Lebensmittel, das du dir nur vorstellen könntest, wie Zitronen, Ananas oder Tomaten. Der pH-Wert der Magensäure liegt zwischen 1 und 3. Das ist sogar noch saurer als Batteriesäure. Auch unsere Haare sind stark, nämlich so stark, dass man ihre Widerstandskraft erforscht, um künstlichere Materialien mit ähnlicher Leistung herzustellen. Ein gesunder Haarschopf kann theoretisch bis zu 12 Tonnen halten. Grund dafür ist ein kleines Protein namens Keratin. Du findest es auch in Nägeln und der Haut. Nur 1/3 der Weltbevölkerung hat ein perfektes Sehvermögen. Es gibt sehr viel mehr Träger von Brillen und Kontaktlinsen, als du denkst, etwa 66%. Abgesehen von angeborenen Sehfehlern geht unsere Sehkraft auch mit dem Alter zurück. Wenn wir geboren werden, macht unser Kopf etwa 1/3 unserer gesamten Körperlänge aus. Im Alter von 25 Jahren entspricht unser Kopf nur noch 1/8. Die Größe unseres Kopfes verändert sich während des Wachstums nämlich gar nicht so sehr, ganz im Gegensatz zum Rest des Körpers. Vor allem Beine und Rumpf legen zu. Unser Gehirn ist ein unglaublich leistungsstarker Rechner. Eine einzige menschliche Gehirnzelle kann mehr als 5-mal so viele Informationen speichern wie eine gesamte Enzyklopädie. Die genaue Menge an speicherbaren Daten konnte bisher nicht bestimmt werden, aber Schätzungen zufolge liegt die Speicherkapazität unseres Gehirns bei ca. 2500 Terabytes. Zum Vergleich, das britische Nationalarchiv, welches 900 Jahre Geschichte umfasst, nimmt nur 70 Terabytes ein. Das ist vielleicht auch der Grund, warum unser Gehirn im Vergleich zum Rest des Körpers den meisten Sauerstoff benötigt. Etwa 20% des gesamten Sauerstoffs, der sich in unserem Blutkreislauf befindet. Und das, obwohl das Gehirn nur 2% unseres Körpergewichts ausmacht. Unsere alltäglichen Aktivitäten sowie der Einfluss der Schwerkraft komprimieren täglich die Knorpel in Knöcheln, Knien, Hüften, Rücken und Hals. Über Nacht dehnt sich die Knorpelmasse wieder aus. Im Schnitt bist du daher morgens etwa 1 Zentimeter größer als am Abend. Du hast so viele Haare wie ein Affe. Nein, das soll jetzt keine Beleidigung sein. Deine Fingerabdrücke sind nicht einzigartig und du kannst besser hören, nachdem du dir die Ohren zuhältst. Stimmen diese Aussagen oder steckt dahinter nicht mehr als ein Mythos?
Wenn eine Person lügt, dann sieht man das an ihrer Nase. Stimmt das? Ja, das stimmt. Studien der Universität Granada belegen, wenn eine Person lügt, wird die Nasenspitze warm und auch die inneren Augenwinkel. Dieses Phänomen wurde geistreich Pinocchio-Effekt genannt. Was sagst du zu dem hier? Menschen haben so viele Haare am Körper wie Schimpansen. Glaubst du das? Überraschenderweise stimmt das. Die Anzahl der Haare eines Menschen und eines Schimpansen oder eines anderen Affen von unserer Größe ist ungefähr gleich. Der einzige Unterschied ist, dass unser Körperhaar feiner und oft farbloser ist. Daher ist es kaum möglich, unseren Pelz in voller Pracht zu sehen. Deine Lunge ist identisch. Das klingt vernünftig, aber stimmt das auch? Nein, das ist ein Mythos. Dein linker Lungenflügel besteht aus zwei Lappen. Dein rechter hat aber drei Lungenlappen. Außerdem ist dein linker Lungenflügel etwas kleiner, weil er Platz für dein Herz lassen musste. Übrigens, deine Lunge besteht aus gut 2400 Kilometer Atemweg. Das ist die halbe Strecke von New York nach Los Angeles. Auch interessant, es gibt mehr als 300 Millionen Lungenbläschen in deiner Lunge. Das sind diese winzigen ballonförmigen Luftsäcke. Ich wette, das hast du schon oft gehört. Karotten verbessern deine Sehkraft. Wahrheit oder Mythos? Leider stimmt das nicht ganz. Und Karotten helfen auch nicht, nachts besser zu sehen. Sie enthalten zwar viel Vitamin A, was gut für deinen Körper ist und deine Augen schützt, aber dieses Gemüse kann dich nicht davor bewahren, eine Brille zu tragen, wenn du eine brauchst. Manche Menschen müssen niesen, wenn sie in die Sonne schauen. Müssen sie das? Ja, meistens schon. Etwa ein Viertel der Menschheit reagiert auf Sonnenlicht mit Niesen. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen: photischer Niesreflex. Das Rasieren der Körperhaare lässt sie dunkler und dicker wachsen. Stimmt das? Nein, keine Bange, das ist nur ein Mythos. Weder die Dicke, Wachstumsrate oder Farbe deiner Körperhaare verändert sich nach der Rasur. Das kommt dir nur so vor. Bei der Rasur schneidest du die Spitze der Haarfollikel stumpf ab. Deshalb wirken sie gröber und dunkler als sonst. Aber sobald das Haar nachgewachsen ist, sieht es wieder so aus wie vor der Rasur. Du hast einzigartige Fingerabdrücke. Das muss doch wahr sein, oder? Das Problem an dieser Aussage ist, dass sie wissenschaftlich nicht beweisbar ist. Dass jeder Satz Fingerabdrücke einzigartig ist, davon kann man ausgehen. Aber es ist unmöglich, das zu überprüfen. Und auch wenn es unwahrscheinlich ist, so könnten zwei Menschen identische Fingerabdrücke haben. Wir Menschen haben mehr als 5 Sinne. Ist das nur ein reizvoller Mythos oder die Wahrheit? Wir haben die allseits bekannten 5 Sinne: Sehen, Riechen, Tasten, Hören und Schmecken. Aber was ist mit der Thermorezeption, dem Sinn für Wärme, Nozizeption, der Wahrnehmung von Schmerz oder die Wahrnehmung deines Körpergefühls, Propriozeption genannt? Schließe deine Augen und berühre deine Nase. Hast du sie getroffen? Das ist Propriozeption in Aktion. Diese Liste könnte noch viel länger sein, denn es gibt Leute, die behaupten, dass Menschen zwischen 20 und 50 Sinne haben. Deine Finger werden schrumpelig, wenn du zu lange Zeit im Wasser bist, um dich zu schützen. Stimmt das? Was sagst du dazu? In der Wissenschaft glaubt man das. Aber das Wichtigste zuerst. Schrumpelige Finger werden durch verengte Blutgefäße verursacht. Wenn du dich lange im Wasser aufhältst, lässt dein Nervensystem deine Blutgefäße schrumpfen. Dein Körper entzieht diesem Bereich das Blut. Durch diesen Blutverlust werden deine Gefäße dünner. Die Haut faltet sich über sie und bildet diese lustigen Schrumpen. Wissenschaftlich ist das gar nicht so ganz gesichert, aber man glaubt, dass das passiert, damit du mit deinen nassen Händen und Füßen einen besseren Halt hast. Wir Menschen nutzen nur 10% unseres Gehirns. Oh, ich wünschte, das wäre nur ein Mythos. Oh
Und das ist es auch. Offenbar nutzt du fast 100% deines Gehirns jeden Tag. Dein Gehirn ist die ganze Zeit über aktiv, auch wenn du schläfst. Wenn du schläfst, arbeiten dein frontaler Kortex, der für das Denken auf höherer Ebene zuständig ist, und auch Bereiche, die für das Spüren deiner Umgebung verantwortlich sind. Für manche Menschen ist die Welt viel bunter als für andere. Kann das sein? Das ist tatsächlich so. Es gibt drei Arten von Zapfenzellen in den Augen eines durchschnittlichen Menschen. Diese Zapfen helfen, die Farben des blauen, roten und grünen Spektrums zu sehen. Dank ihnen können wir etwa 1 Million Farbtöne unterscheiden. Aber Menschen mit Tetrachromie haben 4 Zapfen in ihren Augen. Dadurch können sie bis zu 100 Millionen Farbtöne sehen. Diese Sehanomalie ist extrem selten, kommt aber bei Frauen häufiger vor als bei Männern. Aber weißt du, was das Lustige daran ist? Die meisten Menschen mit Tetrachromie merken nicht einmal, dass sie die Welt bunter sehen als andere. Manchmal kannst du besser hören, wenn du dir die Ohren zuhältst. Das scheint kontraproduktiv zu sein, aber vielleicht stimmt das ja. Wenn du an einem lauten Ort bist, zum Beispiel im Club oder auf einem Konzert, dann halte dir die Ohren zu, um deine Freunde besser zu verstehen. Schieb den Tragus, das ist der spitze Knorpel vor deinem Gehörgang, in dein Ohr und dann dreh das Ohr in Richtung deines Freundes. Niesen kann man verhindern. Ja, das wäre sehr praktisch, aber vielleicht ist das nur ein Mythos. Es stimmt, wenn du nicht niesen willst, drückst du einfach mit deinen Fingern auf deinen Nasenrücken. Wenn du das nämlich tust, erhält dein Gehirn ein Alarmsignal und bremst sofort alle Prozesse, einschließlich des Niesreflexes. Okay, du schaust dir diese 5. Folge deiner Lieblingsserie noch an und später holst du Schlaf einfach nach. Aber geht das überhaupt? Leider nein. Du kannst versuchen, am Wochenende Schlaf nachzuholen oder unter der Woche viele Mittagsschläfchen zu machen. Aber das wird nicht helfen, weil dein Körper so nicht funktioniert. Hast du in der Nacht zuvor nicht genug geschlafen, wird ein Mittagsschlaf den Tag auch nicht retten. Noch schlimmer ist aber, wenn du zu viel geschlafen hast und du dich dann groggy fühlst. Einige Leute haben mehr Rippen als andere. Ist das ein Mythos? Nee, das stimmt. Die meisten von uns haben 12 Rippenpaare, also insgesamt 24. Aber einer von 200 Menschen hat eine zusätzliche, die 25. Rippe. Sie wird Zervikalrippe genannt und bildet sich an der Basis des Halses oberhalb des Schlüsselbeins. Sie kann auf der linken, rechten oder sogar auf beiden Seiten des Körpers wachsen. Wer diese zusätzliche Rippe hat, weiß das wahrscheinlich gar nicht. Das liegt nämlich daran, dass sie sich nur selten vollständig ausbildet. Und wenn, dann sieht sie nur wie ein dünner Gewebestrang aus. In diesem Fall siehst du sie nicht mal auf dem Röntgenbild. Nach dem Essen solltest du mindestens eine halbe Stunde warten, bevor du schwimmen gehst. Das klingt vernünftig, aber stimmt das auch? Das ist nur ein Mythos. Hinter dieser Behauptung steckt die Idee, dass das Essen einer großen Mahlzeit dein Blut in Richtung Magen leitet, um den Verdauungsprozess zu unterstützen. Das heißt, in dieser Zeit bekommen deine Muskeln nicht genug Blut ab, was zu Krämpfen führen kann. Aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht gefährlich, direkt nach dem Essen zu schwimmen. Dein Blut wird nicht so stark umgeleitet, dass wirklich ernsthafte Probleme auftreten. Manche Leute schnarchen lauter als ein Küchenmixer, der auf volle Leistung gestellt ist. Was sagst du dazu? Wenn jemand schnarcht, dann ist das im Durchschnitt nicht lauter als 60 Dezibel, was so laut wie eine normale Unterhaltung ist. Aber manchmal kann der Geräuschpegel auch 80 Dezibel erreichen. Und dann ist das Schnarchen so laut wie ein eingeschalteter Mixer. Nicht alle Menschen haben runde Pupillen. Kann das stimmen? Ja, 2 von 10.000 Menschen haben ungewöhnlich geformte Pupillen. Sie sehen wie Schlüssellöcher aus, aber es ist eine Augenkrankheit, die Kolobom heißt. Interessant ist, dass die meisten Menschen mit dieser Krankheit keine Probleme beim Sehen haben.
Weißt du eigentlich, dass du seltene Körpermerkmale haben könntest, die man nicht mal auf einem Röntgenbild sieht? Pass auf, die meisten von uns haben 12 Rippenknochenpaare. Das heißt also, dass wir mit 24 Rippen geboren wurden. Aber es gibt Menschen, die 25 Rippen haben. Doch die Besonderheit tritt nur bei einem von 200 Menschen auf. Man nennt sie zervikale Rippe. In der Regel taucht sie oberhalb der ersten Rippe auf, also direkt an der Halsbasis und über dem Schlüsselbein. Aber kein Grund zur Panik. Wie gesagt, meistens ist sie so unauffällig, dass sie gar nicht auffällt. Man könnte sie aber auch leicht entfernen, falls nötig. Du weißt, dass Huskies oft unterschiedliche Augenfarben haben. Und diese Besonderheit kommt auch bei Menschen vor. Der medizinische Begriff dafür ist Heterochromie. Der Name leitet sich vom altgriechischen Wort Heteros ab, was so viel wie verschieden bedeutet, und Chroma für Farbe. Menschen mit dieser angeborenen Anomalie haben entweder eine vollständige, eine zentrale oder partielle Heterochromie. Bei der vollständigen Ausprägung hat die Person verschiedenfarbige Augen, zum Beispiel ein braunes und ein grünes. Zwei Farben im selben Auge nennt man zentrale Heterochromie. Bei der partiellen hat nur ein Teil eines Auges eine andere Farbe. Wie gesagt, entweder wirst du damit geboren oder du bekommst es nach einer Verletzung. Heterochromie kommt aber extrem selten vor. In den Vereinigten Staaten haben zum Beispiel weniger als 200.000 Menschen diese Anomalie. Du musst schon zugeben, diese Augen sehen ziemlich cool aus. Bleiben wir noch bei der Augenfarbe. Rate mal, welche Farbe die seltenste ist. Ich erspare dir mal die Google-Suche. Es ist grau. Blaue Augen waren wahrscheinlich dein erster Gedanke. Ja, die sind selten. Nur etwa 10% der Weltbevölkerung haben blaue Augen. Dann gibt es noch die grauen Augen. Die sind allerdings speziell und weniger als 1% der Menschen haben sie. Die graue Augenfarbe entsteht, weil der Melaningehalt in den Schichten der Iris geringer ist. Falls du jemanden mit grauen Augen kennenlernen möchtest, dann fahre weiter in den Osten oder Norden Europas. Noch seltener sind aber rote oder violette Augen. Die treten aber meist nur bei bestimmten gesundheitlichen Folgen auf. Es gibt Menschen mit einer Superkraft. Sie können mehr als 100 Millionen verschiedene Farben sehen und das ohne irgendein fancy Gadget. Wir sehen Farben dank der Zapfen in unseren Augen. Die meisten von uns haben 3 Zapfen, dank derer die Farben, die wir sehen, für unser Gehirn übersetzt werden. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die Tetrachromaten genannt werden, weil sie 4 Zapfen haben. Interessant ist, dass dies bisher nur bei Frauen festgestellt werden konnte. Der kleine Zapfen, der da hinten in deinem Hals hängt, der dir beim Schlucken hilft, wird Uvula genannt. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie kleine Traube. Aber etwa 2% der Menschen kommen mit einem gespaltenen Zäpfchen zur Welt. Dieses unverzichtbare Organ ist dann entweder geteilt oder sogar gegabelt. Mit diesem coolen Merkmal kommst du auf einer Party bestimmt gut an. Spaß beiseite. Menschen mit einem geteilten Zäpfchen haben manchmal Probleme beim Essen, Trinken und Sprechen. Eventuell treten sogar Probleme bei der Verdauung auf. Auch ihre Sprache kann sich merkwürdig anhören, aber das hängt davon ab, wie stark das Zäpfchen gespalten ist. Die folgende Besonderheit ist vielleicht nicht die coolste für den Urlaub, aber Menschen, die sie haben, können mehr erreichen, weil sie mit weniger Schlaf auskommen. Es heißt, dass berühmte Menschen wie Nikola Tesla, Margaret Thatcher und Winston Churchill diese super seltene Eigenschaft hatten. Das DEC2-Gen reguliert unseren zirkadianen Rhythmus. Damit ist unsere biologische Uhr gemeint, die uns mitteilt, wann wir schlafen oder essen sollten. Richtig, sie macht uns schläfrig und hungrig nach dem allseits bekannten Rhythmus. Aber es gibt Menschen mit einer seltenen Mutation dieses Gens, wodurch ihr normaler Schlafzyklus viel kürzer ist. Sie steigen ausgeruht aus dem Bett nach 4 bis 5 Stunden Schlaf. Diese Superkraft hätte ich auch gern. Wie wäre es mit einer Genmutation, die dir superheldenhafte Knochen verleiht? Jo, diese Knochen sind quasi unzerbrechlich. Auch die Haut ist weniger anfällig für Alterung. Wer diese Genmutation in sich trägt, ist prädestiniert für Extremsportarten und trotzdem Lauf der Zeit. Einige Menschen haben ein sehr attraktives Merkmal, was man auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht registriert. Sie haben etwas, das Dystichiasis genannt wird. Sie haben also eine zweite Wimpernreihe.
Du kannst dir nachträglich aber keine wachsen lassen, weil du ein bestimmtes Gen verändern müsstest. Diese genetische Mutation ist angeboren. So hübsch eine zweite Wimpernreihe auch klingt, wer diese zusätzlichen Wimpern hat, leidet oft darunter, weil die Wimpern die Augen reizen und auch die Sehkraft beeinträchtigen können. Kennst du den Begriff Glaswollhaar? Solltest du aber, denn dabei handelt es sich um ein Syndrom, das deine Bad Hair Days bestimmen könnte. In der Fachliteratur wird es als Syndrom der unkämmbaren Haare bezeichnet. Es verursacht krauses und trockenes Haar, das kaum kämmbar ist, und es sprießt aus der Kopfhaut aus allen Richtungen. Die Haare sind entweder hellblond oder silber. Die meisten von uns haben zylindrische Haare, aber Menschen mit diesem Syndrom haben dreieckige, herzförmige oder ganz flache. Glaswollhaar kommt aber extrem selten vor. Es gibt nur 100 bestätigte Fälle. Aber man weiß, dass es im zunehmenden Alter besser kontrollierbar wird. Wusstest du, dass die Entwicklung des Menschen auch mit der Region, wo er lebt, zusammenhängt? Ich spreche von ortstypischen Eigenschaften. Zum Beispiel hat sich bei Menschen, die in höheren Lagen leben, eine ziemlich coole Eigenschaft entwickelt. Pass auf, in höher gelegenen Gebieten ist der Sauerstoffgehalt geringer, aber die Leute können dort trotzdem ganz normal leben, weil sich ihr Körper damit arrangiert hat. Menschen, die in den südamerikanischen Anden leben, haben rote Blutkörperchen, die mehr Sauerstoff transportieren können. Das macht ihren Kreislauf insgesamt viel effizienter. Auch in anderen höher gelegenen Gebieten der Welt hat sich der menschliche Körper auf diese Weise angepasst. In ihren roten Blutkörperchen wird mehr Sauerstoff gespeichert, um den Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Die folgende Besonderheit ist wichtig, wenn es ums Aussehen geht, aber sie ist unwichtig in Bezug zur allgemeinen Gesundheit. Ich spreche von Piebaldismus. Wer diese Krankheit hat, dem fehlen in einigen Teilen des Haares die Melanozyten. Das sind Zellen, die das Haarpigment produzieren. Am häufigsten treten diese weißen Haare oberhalb der Stirn im vorderen Haaransatz auf, aber auch bei den Augenbrauen oder Wimpern. Man wird damit geboren und es kann nicht behandelt werden. Aber wen es stört, der kann sich ja die Haare färben. Wobei ich sagen muss, dass das super cool aussieht. Magst du Koriander? Ich stehe auch nicht auf dieses Kraut. Für mich schmeckt das wie Seife. Dabei handelt es sich aber nicht nur um eine Vorliebe, sondern ein Gen ist daran schuld, dass das Kraut diesen ekligen Geschmack hat. Eine Studie mit rund 30.000 Menschen hat ergeben, warum Koriander für einige Menschen seifig schmeckt und für andere nicht. Es liegt an einer bestimmten Genvariante, auch wenn dieses Gen eher mit dem Geruch als mit dem Geschmack zu tun hat. Falls es dir wie mir geht, du dem Koriander aber eine Chance geben willst, dann habe ich einen kleinen Trick, den du mal ausprobieren kannst. Oder sag deinen Leuten Bescheid, die das Essen kochen. Hacke das Kraut, bevor du es ins Essen gibst. Warum? Na, weil durch das Hacken die Substanz, die für den seifigen Geschmack verantwortlich ist, aufgespalten wird und dann etwas weniger unangenehm schmeckt. Na, guten Appetit. Niemand weiß so wirklich, wozu wir den Wurmfortsatz eigentlich brauchen, aber wichtig ist doch, dass er ganz niedlich klingt. Einige Wissenschaftler behaupten, dass der Blinddarm unseren Vorfahren bei der Verdauung von Baumrinde oder ähnlichem geholfen hat. Da wir uns jetzt aber auf eine ausgeglichenere Ernährung eingestellt haben, kommt unser Körper auch ohne den Wurmfortsatz klar. Eine weitere völlig unnütze Sache in unserem Körper, die Weisheitszähne. Waren vielleicht ganz praktisch, als es noch keine Zahnärzte gab, aber heute brauchen wir sie nicht mehr. Dein Gehirn wird um 2% wachsen, wenn du dich ins Weltall schießt. Unter normalen Bedingungen geht man davon aus, dass die Flüssigkeit im Gehirn nach unten sinkt, wenn wir aufrecht stehen. Doch es gibt Beweise, dass Mikrogravitation genau das verhindert, weshalb sich die Flüssigkeit im Gehirn und Schädel ansammeln kann. Wenn du alterst, schrumpft dein Gehirn. Im Alter von 75 ist es viel kleiner, als wenn du 30 bist, und mit 40 beginnt es sich zu verkleinern. Das passiert jedem, also musst du das wohl akzeptieren und versuchen, es auf Trab zu halten. Wenn du dir mal im Spiegel deine Augen betrachtest, wirst du einen kleinen pinken Knubbel innen am Auge erkennen. Das ist das dritte Augenlid, unwichtig für uns, aber unverzichtbar für Tiere wie Vögel, damit kein Staub oder ähnliches in die Augen gelangt. Schon mal von natürlicher Selektion gehört. Kurz gesagt sorgt sie dafür, dass bestimmte Körpermerkmale über Generationen erhalten bleiben. Einige davon sind nachteilig, weshalb sie in der nächsten Generation aussortiert werden. Andere bleiben, so auch das dritte Augenlid. Nicht nur dein Gehirn schrumpft, wenn du älter wirst, sondern auch du selbst.
Deine Knochen werden spröde, deine Wirbelsäule wird zusammengepresst. Funktioniert übrigens auch andersrum. Wenn du nachts schläfst, entspannen deine Knochen. Also wachst du größer auf, als du letzte Nacht ins Bett gegangen bist. Unsere Ohren helfen uns, das Gleichgewicht zu halten. Hören gehört also nicht zu ihren einzigen Pflichten. Im Innenohr steckt unser Gleichgewichtssystem. Darin gibt es Kanäle, die Flüssigkeit und winzige Sensoren enthalten. Sie sehen aus wie Härchen und helfen dir, gerade zu stehen. Apropos Haare, nur ein paar Körperbereiche sind nicht von Haaren bedeckt, und zwar die Handflächen, die Fußsohlen und die Lippen. Ja, sogar im Bauchnabel wachsen dir Haare, um Fussel aufzufangen. Mein Bauchnabel ist Spitzenreiter. Und nicht nur Fussel, in unseren Bauchnabeln steckt eine ganze Tierenzyklopädie, die ungefähr 70 verschiedene Bakterien umfasst. Einige von ihnen findet man in der Erde Japans oder sogar auf den polaren Eiskappen. Siehst du, du bist Teil einer gewaltigen Expedition und hattest keinen blassen Schimmer. Nur ca. 43% von dir sind du. Über die Hälfte von dir besteht aus winzigen Kreaturen, die in deinem Verdauungstrakt leben oder es sich in anderen Teilen deines Körpers gemütlich gemacht haben. Auch wenn es von deinen Zellen weniger gibt als von den mikrobischen, stecken durchschnittlich etwa 100 Billionen davon in dir. Wenn wir schon dabei sind, deine Gene machen weniger als die Hälfte von dem aus, woraus du bestehst. Würdest du die Gene aller Mikroben in deinem Körper zählen, lägen wir irgendwo zwischen 2 Millionen und 20 Millionen Genen und ihren Kombinationen. Wenn du schläfst, und Schlaf empfehle ich jedem, heißt das nicht, dass dein gesamter Körper schläft. Tatsächlich könnte dein Gehirn nachts sogar härter arbeiten als tagsüber. Es muss eine Menge Informationen verarbeiten und einen Bericht zu schreiben braucht nun mal Zeit. Eine Sache, die nichts tut, wenn du schläfst, ist auf jeden Fall deine Nase. Ein unangenehmer Geruch wird dich nicht aus dem Schlaf reißen, dein Geruchssinn ist nachts deaktiviert. Deshalb ist Gasaustritt in der Wohnung auch so gefährlich. Die Wissenschaft ging davon aus, dass wir zwischen 10.000 Gerüchen unterscheiden könnten. Nee, etwas neuere Studien besagen, dass wir mehr als 1 Billion Gerüche festmachen können. Wir erinnern uns besser an sie als an irgendetwas anderes und Düfte können ferne Erinnerungen aufleben lassen. Und das, obwohl unsere stärksten und emotionalsten Erinnerungen eigentlich fake sind. So funktioniert unser Gedächtnis. Es bestärkt uns darin, alles zu glauben, was wir als real empfinden, auch wenn das Ereignis gar nicht so detailreich war. Du hast nichts dagegen, wenn ich dich als Säugetier bezeichne, oder? Nur unter uns Säugetieren. Nur Menschen können permanent auf ihren 2 Hintergliedmaßen laufen. Vielleicht sagst du jetzt, hä, das gilt doch auch für Kängurus und Gorillas, aber Kängurus nutzen noch ihren Schwanz als Stütze und Gorillas brauchen immer noch ihre Arme, um ihr Gleichgewicht zu halten. Deine Knochen tragen ihren Teil zum Stoffwechsel bei. Da sie zum Großteil aus Kalzium bestehen, pumpen sie etwas davon in den Blutkreislauf, wenn dein Körper eine Kalziumarmut erfährt. Genauso andersrum, gibt es zu viel Kalzium im Blut, wird es von den Knochen aufgesaugt und für später gespeichert. Unsere Körpergröße, seine Form und Hautfarbe orientieren sich daran, wo unsere Vorfahren gelebt haben. Allerdings können wir uns sogar in der Kürze unserer Lebensspanne an neue Bedingungen anpassen. Wenn du beispielsweise vom Flachland in die Berge ziehst, wirst du mehr rote Blutkörperchen bilden, um den Sauerstoffmangel dort oben auszugleichen. Und lockt es dich in wärmere Klimagebiete, wird sich auch deine Hautpigmentierung an die sonnigen Verhältnisse anpassen. Unsere Lebenszeit ist in unseren Zellen vorprogrammiert. Zwar teilen sie sich und bilden sich ständig neu, doch in ihnen tickt eine Uhr, die irgendwann zum Stehen kommt. Einige Zellen hören eher auf, als andere sich zu regenerieren. Im Durchschnitt stoppt die Zellteilung bei einem Alter von 100 Jahren. Wenn wir einen Weg finden, unsere Zellen auszutricksen und den Timer auszustellen, könnten wir theoretisch ewig leben. Allerdings wären wir dann ein Faltenhaufen. Körperfett fungiert als Dämmmaterial, Energiereserve und Erschütterungsabsorber. Das meiste Fett schickt dein Körper in die Hüftregion, da sich dort wichtige innere Organe befinden. Sollte dir etwas zustoßen, könnte dir dein Körperfett dein Leben retten. Also kein Bodyshaming, ja? Dein Schädel ist kein einzelner Knochen. Er besteht vielmehr aus 22 verschiedenen Knochen, die größtenteils dein Hirn schützen sollen. Der Unterkiefer ist dabei der einzige Knochen, der durch Bindegewebe und Muskeln an deinem Schädel verankert ist. Deswegen kannst du ihn auch so frei in alle Richtungen bewegen.
Der kleinste Knochen deines Körpers befindet sich übrigens in deinem Ohr. Er nennt sich Steigbügel und ist nicht größer als ein Reiskorn. Einige der stärksten Muskeln in deinem Körper befinden sich nicht in Arm oder Bein, sondern in deinem Kopf. Der Kaumuskel ist, schau an, fürs Kauen verantwortlich und er muss so stark sein, damit du auch ordentlich essen kannst. Und kennst du die Muskeln, mit denen du deine Ohren zum Wackeln bringen kannst? Das sind die Schläfenmuskeln direkt über den Schläfen. Sie helfen dir auch beim Kauen. Wir haben zwei echt schnelle Muskeln, mit denen du deine Augen schließen kannst. Tatsächlich sind sie die schnellsten in unserem Körper. Unsere Augen sind eine Schwachstelle und brauchen Schutz. Bei einem Reiz von außen schließen die Muskeln unserer Augen innerhalb weniger als einer Zehntelsekunde. Wir erkennen nur lila-blaue, grün-gelbe und gelb-rote Farben. Alle anderen Farben sind nur eine Kombination aus den dreien. Es ist unmöglich herauszufinden, wie viele Kombinationen das menschliche Auge umfasst, da jeder Mensch anders sieht, aber man geht von ungefähr 1 Million Kombinationen aus. Dein Magen hat eine unfassbare Kapazität. Er umfasst etwa 2 Liter, eine große Cola-Flasche also. Es ist ziemlich schwierig abzuwägen, wie viel feste Nahrung in deinen Bauch passt, da du ja hoffentlich alles gut mit den Zähnen zerkaust. Genug Platz für einen ganzen Truthahn wird dein Magen nicht haben, aber vielleicht passt ja ein ausgewachsenes Huhn rein. Aber wer isst schon Hühner? Meine Oma sagte ja immer, für ein Eis ist immer Platz. Aber jetzt zeig doch mal, wo sich dein Magen inklusive Lieblingsgericht befindet. Wenn du jetzt auf deinen Bauch zeigst, Fehlanzeige, er befindet sich hier oben, versteckt zwischen deinen Rippen. In deinem Bauch findest du deine Eingeweide. Wollen wir doch mal sehen, wie viele seltene Körpermerkmale du hast. Vielleicht hast du ja schon die Elfenohren, die sind aber ziemlich selten. Du erkennst sie an dem spitzen Teil an der Außenseite. In der Mitte gibt es eine zusätzliche Knorpelfalte um den Teil, den wir Scapha nennen. Bist du Rechtshänder oder gehörst du zu den 10% der Linkshänder? Vielleicht gehörst du ja auch zu den wenigen Menschen, die gar keine Vorliebe für die linke oder rechte Hand haben. Sie können Gitarre spielen, eine Schere benutzen, schreiben und alle anderen Tätigkeiten mit der linken und mit der rechten Hand machen. Nur 1% der Menschen sind beidhändig. Und falls du zu beiden Seiten deines Mundes sprechen kannst, dann wärst du gut in der Politik aufgehoben. Weniger als 1/3 der Bevölkerung kann die Nasenlöcher auf Kommando aufblähen. Der Muskel, der dafür zuständig ist, ist ziemlich schwach, weil wir ihn eigentlich gar nicht benutzen. Und deshalb können die meisten von uns ihre Nasenlöcher nicht auf Kommando flattern lassen. Menschen, die in Nepal und Tibet leben, haben ein spezielles Gen, damit sie in diesen Höhen problemlos atmen können. Unser einer würde höhenkrank werden, nicht aber die Menschen mit diesem Gen. Es ermöglicht ihnen, normal zu atmen. Man nennt es auch das Superathleten-Gen und schon die Denisova-Menschen hatten es. Das sind Menschen, die vor etwa 40.000 Jahren in den Bergregionen Asiens gelebt hatten. Dieses Gen beschert ihnen ein höheres Maß an sauerstofftragendem Hämoglobin. Ihr Körper kann also den Sauerstoff effizienter verteilen, weswegen sie keinen Sauerstoffmangel verspüren, wenn sie in diesen Höhen leben und arbeiten. Arcus senilis ist auch ziemlich selten. Das ist ein weißer oder grauer Bogen, der über und unter dem äußeren Bereich der Hornhaut auftaucht. Das sieht aus wie eine klare, runde Grenze, die den vorderen Teil des Auges bedeckt. Bei älteren Menschen tritt das häufiger auf und daher nennt man das auch Greisenbogen. Dieser Bogen kann sich also komplett um die Iris legen. Du weißt, die Iris ist der farbige Teil des Auges. Es gibt Leute, die brauchen von Natur aus nicht viel Schlaf, aber die meisten von uns verkraften kaum ein paar schlaflose Nächte, ohne Folgen zu spüren. Doch ein kleiner Prozentsatz hat ein spezielles Gen, wodurch sie mit 6 oder weniger Stunden Schlaf auskommen. Sie schlafen also etwa 2 Stunden weniger als der Durchschnitt. 1-3% der Bevölkerung hat dieses sogenannte Clock-Gen. Sie sind auch produktiver, weil sie nicht so schnell ermüden wie der Rest von uns. Übrigens, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson und einige andere berühmte historische Persönlichkeiten hatten dieses Gen. Viele von uns haben 3 Zapfen in den Augen, wodurch wir ein breites Farbspektrum sehen können. Aber einige haben noch einen 4. Zapfen. Man nennt diese Menschen Tetrachromaten, weil sie wegen dieses Merkmals bis zu 100 Millionen Farben sehen können. Der Rest von uns, Durchschnittsmenschen, sieht etwa 1 Million Farben. Dieses seltene Körpermerkmal tritt vor allem bei Frauen auf.
Hast du schon mal von Heterochromie gehört? Das ist eine Seltenheit, bei der Menschen verschiedenfarbige Augen oder verschiedenfarbige Abschnitte in ihren Augen haben. Manchmal kann dieses Merkmal auch zu Farbunterschieden in anderen Körperteilen wie Haaren oder Haut führen. Meistens sind aber bloß die Augen betroffen und du siehst es, wenn die Iris zwei verschiedene Farbtöne hat. Heterochromie tritt auf, weil das Melanin genetisch ungleichmäßig im Körper verteilt ist. Das ist aber nur bei 1% der Bevölkerung der Fall. Chimerismus ist ein seltener genetischer Zustand, bei dem eine Person zwei völlig unterschiedliche DNA-Sätze im Körper hat. Wir nennen sie auch Genome. Ein Genom überwiegt in einem Organ oder in einem Bereich des Körpers, während das andere in anderen Geweben oder Organen vorkommt. Auch bei Tieren kann das auftreten und sowohl Tiere als auch Menschen mit Chimerismus können sogar zwei verschiedene Blutgruppen gleichzeitig haben und das auch in ähnlichen Mengen. Wäre das nicht cool, wenn wir Knochen hätten, die so dicht sind, dass sie quasi unkaputtbar sind? Manche Menschen haben sie sogar, dank einer LRP5-Genmutation. Menschen mit dieser Genmutation haben 8-mal dichtere Knochen als die meisten von uns. Wenn jemand goldenes Blut sagt, könnte man denken, dass kleine Goldpartikel mit dem Blut durch die Adern fließen. Aber so ist das nicht gemeint. Das hat auch nichts mit goldener Farbe zu tun. Das Blut wird so genannt, weil es sich um eine sehr seltene Blutgruppe handelt. Nur etwa 40 Menschen auf der ganzen Welt haben sie. Diese Menschen haben nicht die RH-Blutkörperchen-Antigene. Vereinfacht gesagt, sie können jeder anderen seltenen RH-Blutgruppe ihr Blut spenden, was ziemlich cool ist. Schau dir das an. Das nennt man langer Hohlhandmuskel. Der war für unsere Vorfahren viel wichtiger als für uns. Einige von ihnen kletterten auf Bäumen rum und entwickelten deshalb diesen speziellen Muskel. Manche Menschen haben ihn auch heute noch. Willst du wissen, ob du den hast? Dann leg deinen Handrücken auf eine flache Oberfläche. Bring dann deinen Daumen und deinen kleinen Finger zusammen und hebe die Hand etwas an. Springt da ein Band raus? Dann hast du noch den Musculus palmaris longus. Hast du auch den photischen Niesreflex? Der führt dazu, dass Menschen unkontrolliert niesen, wenn sie in helles Licht sehen. Die Sonne bringt also 10-35% der Menschen zum Niesen. Wenn du ein perfektes Gehör hast, dann weißt du sicher schon, dass das sehr selten vorkommt. Das perfekte Gehör hat jemand, der in der Lage ist, verschiedene Musiknoten anhand ihrer Frequenzen zu erkennen und zu unterscheiden. Du gehörst zu diesen Menschen, wenn du eindeutig ein Diss hörst, ohne zu raten. Weniger als einer von 10.000 Menschen kann von sich behaupten, Tonhöhen zweifelsfrei zu erkennen. Ob das angeboren ist oder sich erst im frühen Alter entwickeln muss, ist bisher noch unbekannt. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass du dir das perfekte Gehör antrainieren kannst, was aber viel Übung und Ausdauer erfordert. Aber irgendwann kannst du die Tonart und die Noten deines Lieblingssongs sofort erkennen. Nicht viele Menschen haben von Natur aus blondes Haar und rote Haare sind noch seltener. Weniger als 2% der Bevölkerung haben sie und nur 11% der Menschen haben von Natur aus lockiges Haar. Wir alle haben in der Schule gelernt, dass das Herz auf der linken Seite der Brust liegt, aber bei manchen schlägt es auf der rechten Seite. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass dieser Zustand negative Folgen hat, auch wenn sich das auf andere Organe auswirken kann. Etwa 22% der Menschen haben Mortons C und Morton will ihn zurück. Spaß. Du hast Mortons C, wenn dein zweiter C länger ist als der große C. Übrigens hat auch die Freiheitsstatue eine Morton-Zehe. Manche Menschen haben diese kleine Beule an der Innenseite des oberen Teils ihres Ohrs. Sie ist als Darwins Beule oder Darwin-Ohrhöcker bekannt geworden. Manche glauben sogar, dass Menschen mit dieser kleinen Beule den Klang von Stimmen besser wahrnehmen können. Nur 16% der Menschen auf der Welt können ein brüllendes Geräusch in ihrem Kopf erzeugen. Sie machen das mit ihrem Kiefer, weil sie einen winzigen Muskel im Kiefer kontrollieren können. Der ist eigentlich dazu da, die Kaugeräusche zu unterdrücken, aber wenn diese Menschen ihn anspannen, können sie ein brüllendes Geräusch in ihrem Inneren hören. Etwa ein Drittel der Bevölkerung kann mit der Zunge schnalzen und nur 1% kann das auf Kommando. Nicht sehr nützlich, aber trotzdem selten und cool. 4% der Menschen haben das Raynaud-Syndrom,
Dabei färbt sich ein Teil ihres Körpers, meist die Finger oder Zehen, weiß, wenn es zu kalt wird. Das ist eine Überreaktion des Körpers auf Kälte oder Stress. Schau dir jetzt mal deine Fingerabdrücke an. Sind sie geschlungen, gewirbelt oder gewölbt? Die ersten beiden Arten sind am häufigsten, aber nur 5% der Menschen haben gewölbte Fingerabdrücke. Nicht viele Menschen haben Muttermale. Es sind nur 10%. Muttermale sind meistens oval und haben eine kaffeeartige Farbe. Grübchen scheinen etwas Gewöhnliches zu sein, aber nur ein Viertel der Weltbevölkerung hat sie. Du kannst ein oder zwei Grübchen haben und sie werden vererbt. Wenn deine Eltern also welche haben, dann weißt du, wo du sie her hast.